Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Handberserker-Podcast. Der Podcast für alle Hobbyhandwerker mit zwei linken Händen. Gut, dass ich Linkshänder bin. Na, umso trauriger, wenn ich mir unser letztes Projekt anschaue. Okay, ich habe nichts gesagt. So, wo waren wir? Immer noch bei der Anmoderation. Ja, also ich bin wie immer Robert. Und Marius. Möchtest du gleich mit den großen Neuigkeiten rausplatzen? Ah, vielen Dank. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, wir laufen einfach gemeinsam rüber und schmeißen euch ins kalte Wasser. Ihr werdet schon früh genug erfahren, was wir für die kommenden Tage oder wohl eher Wochen geplant haben. Okay. Und wie willst du das jetzt machen? Hast du zufällig ein 500 Meter Mikrokabel dabei? Ha, und hier trennt sich der Amateur vom Profi. Moment. Ein Handrekorder? Vorbereitung ist alles. Und das Ding kann was? Wenn du weiter so dran rumfummelst und es nicht gleich kaputt machst, schon. Also, probier's aus. Mach Wenn daran los. Wenn du weiter so daran rumfummelst, du klingst wie Steffi. Alles klar, jetzt reicht's, Brody. 5 Uhr auf dem Parkplatz, ohne treten. Ist gut. Gib mal bitte die Kopfhörer. Jo, sofort. Hier. Und? Ja, du musst auch schon was sagen, sonst höre ich nichts. 1, 2, 1, 2, 3, Pablos Pizza Pronto. 1, 2, du siehst mit Kopfhörern scheiße aus. 1, 2. Schnauze. Ja, ist okay. Ja, sag ich doch. Muss reichen für das, was wir vorhaben. Also, können wir? Von mir aus ja. Nach Ihnen, der Herr. Ah, so gütig. Na dann, los. Hallo, ihr wohnt hier nicht allein. Wenn man vom Teufel spricht. Klasse, jetzt habe ich mir den ganzen Tee über... Steffi, du bist gerade mitten in der Aufnahme. Oh, hi Leute. Steffi hier vom Animations-Podcast Virtual Reanimy. Die Leute wissen, wer du bist. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Sehr lustig. Ah, jetzt sei nicht eingeschnappt. So oft wie du im Podcast reinplatzt, könnte man meinen, wir hätten einen Sidekick. Seid ihr auf dem Weg zum Schrebergarten? Steffi! Oh, Steffi. Nicht dein Ernst! Das sollte eine Überraschung werden. Na dann, Überraschung! Gründet eine WG, haben sie gesagt. Mit Podcastern abhängen macht Spaß, haben sie gesagt. Am Arsch. Na gut, Leute. Die Digitaldiktatorin hat's verraten. Das hab ich gehört. Oh, egal. Also Leute, extra nur für euch haben wir einen Schrebergarten angemietet. Tada! Die verwahrloseste Parzelle, die wir finden konnten. Genau, und das hat sicherlich gar nichts damit zu tun, dass sie nur ein paar hundert Meter die Straße runterliegt. Natürlich nicht. Jungs, bevor ihr wieder verschwindet, wann habt ihr Handwerksgötter vor, endlich den Riss im Badezimmer zu fixen? Nicht jetzt, Steffi. Wann denn sonst? Immer kommt euch was anderes dazwischen. Können wir das besprechen, wenn der Podcast vorbei ist? Ich sag ja nur, ist euch nicht aufgefallen, dass es in den letzten Wochen größer geworden ist? Ich hab mittlerweile Angst, dass sonst die Fliesen von der Wand fallen. Wir kümmern uns drum, versprochen. Ehrenwort? Ehrenwort. Also, wo waren wir? Der Garten. Ah, richtig. Also, wir haben uns... Vorsicht, guck nach vorne. Puh, danke. Stufe verfehlt. Also, wir haben uns gedacht, dass wir dieses Stückchen Erde mit euch auf Vordermann bringen. Ihr könnt mitentscheiden, was wir verändern, wie wir es verändern, was angepflanzt wird und so weiter. Genau, es wird uns gleich auch Frau... Wie hieß sie? Frau Trimborn. Ja, richtig. Genau, es wird uns also Frau Trimborn erklären. Wir haben einen Termin mit ihr zur Schlüsselübergabe. In 5 Minuten, direkt an der Parzelle. So ein Schrebergarten bringt nämlich auch ein paar Pflichten mit sich, wie ihr natürlich alle wisst. Meist gehören diese Parzellen ja irgendwelchen Vereinen, die solche Gärten zur Pacht anbieten.
Mit der Übernahme willigt man dann zum Beispiel ein, einen bestimmten Anteil mit Nutzpflanzen zu bepflanzen. Tomaten, Gurken. Der Dreckelige ist Marihuana. Darüber lässt sich streiten. Auf unserem Instagram-Profil versorgen wir euch dann mit regelmäßigen Updates. Das erste Bild, also den Status Quo des Gartens, posten wir gleich, nachdem wir den Garten betreten. Weißt du eigentlich, worauf wir uns da einlassen? Na, Frau Trimborn sagte schon, dass es etwas verwildert sei. Alter, ich sehe das Unkraut der Parzelle von hier aus über die Hecken stehen. Moment, das Ding? Da gehe ich seit Jahren dran vorbei, wenn ich zur Uni fahre. Ich dachte immer, es wäre eine Art öffentliche Mülldeponie oder sowas. Ehrlich jetzt? Eben noch davon getönt? So trennt sich der Amateur vom Profi. Und jetzt die Katze im Sack kaufen? Mieten. Ja, kommt auch selber hinaus. Egal, Leute, ihr hört schon. Es wird einiges zu tun geben. Vieles wird wohl unsere Fähigkeiten übersteigen, aber wie sagen wir immer, ein Handwerker ist wie eine Leber. Er wächst mit seinen Aufgaben. Aus welcher Altherrenkneipe hast du den Spruch denn aufgegabelt? Der war gut. Also, wir sind gleich da. Vorsicht, Fahrrad! Hallo? Das ist kein Radweg! Zeigt er uns den Mittelfinger? Hat der Lack gesoffen oder was? Scheiß drauf. Alter, siehst du das Gestrüpp da? Das wird ein Arsch voll Arbeit werden. Ein Semester mehr oder weniger auf der Uni? Was kostet die Welt? Da. Ich glaube, dort vorne steht Frau Trimborn. Gut. Dann gibt's jetzt wohl kein Zurück, Leute. Ich bin ehrlich gesagt schon etwas aufgeregt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr unbedingt in unserem Schrebergarten haben wollt. Na, gute Idee. Der Vorschlag mit den meisten Likes wird umgesetzt. So, perfekt. Seid ihr die beiden Herren? Robert und Marius reicht. Und wer ist jetzt wer? Ich bin Robert. Hallo. Ja, Trimborn. Marius. Ach, Marius, okay. Mein Name ist, wie gesagt, Elke Trimborn. Wir können ja gleich anfangen. Entschuldigung, aber was ist denn das für ein Ding? Oh, natürlich. Wir machen einen Podcast. Eine Art Radio. Radioshow im Internet. Das ist unser Mikrofon. Stört es Sie, wenn wir es laufen lassen? Sind wir etwa gerade live? Nein. Nur eine Aufzeichnung. Wir können im Nachhinein alles Unerwünschte entfernen. Na gut. Ich denke aber, solange hier keine Adressen oder Vertragsinhalte preisgegeben werden, wird das schon in Ordnung sein. Sicherlich nicht. Versprochen. Na gut, also schön. Dann einen schönen Gruß an die Hörer. Ja, um darauf zurückzukommen hier. Ihr seht ja, der eine oder andere Baum, der muss wohl weg. Darauf haben wir uns bereits eingestellt. Steht die Parzelle denn schon lange leer? Nee, eigentlich nicht. Aber ich muss schon sagen, es gab da schon ein paar Meinungsverschiedenheiten mit dem Vormieter. Wir haben uns schon gewundert, warum der Garten so günstig ist. Besonders in städtischen Gebieten werden die Parzellen ja quasi vererbt. Tja, da habt ihr wohl einfach ein bisschen Glück gehabt, ne? Auch wenn es nicht so aussieht, aber der Platz ist erst seit ein paar Tagen frei. Tja, und in dem Zustand, eigentlich wissen wir ja, wie viel Arbeit das macht, so eine Parzelle herzurichten. Und dass es so auch dem Verein gefällt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir euch entgegenkommen wollen. Okay, bis vor ein paar Tagen war hier also noch jemand? Ja, es ist schon echt eine verzwickte Geschichte. Und mit den Aufnahmen hier will ich nicht zu viel sagen, ihr versteht? Oh, keine Sorge, Namen und alles piepsen wir raus. Und so viele Zuhörer sind es auch gar nicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber es würde uns schon interessieren. Naja. Ja, also ich bin ja keine Drahtstante, ne? Aber der Vormieter, der wird seit... Ich weiß nicht, seit Wochen wird der vermisst. Oh, wirklich? Das Grundstück sieht, naja. Tja, da habt ihr recht, er hat sich wirklich nicht gut drum gekümmert. Bis Ende letzten Jahres war es ja noch erträglich und dann, keine Ahnung, es gab ein Familienunglück und das hat er wohl nicht ganz verkraftet. Das Gerücht, dass Parzellen vererbt werden, trifft hier aber tatsächlich zu. Da habt ihr schon recht. Ich will nicht sagen, dass der tot ist. Gott bewahre, nee. Aber auf einmal ging der Pachtvertrag an seinen Bruder über. Und der ist ausgerechnet auch noch Anwalt für Mietrecht.
Ach was. Ich weiß es auch nicht. Wir wollten einfach keine Unruhe im Verein. Besonders wenn es um eventuelle Gerichtskosten geht, hätte sich unser Vorstand ohnehin geweigert. Deshalb hat man lieber die Parzelle so hingenommen, wie sie nun mal ist. Auch wenn sie ein wahrer Schandfleck ist, das muss man wirklich mal sagen. Einfach wird das nicht. Aber das kriegen wir schon wieder hin, Frau Trimborn. Da bin ich mir sicher. Und so zwei patente Kerle wie Sie, da ist das doch schnell gemacht. Das glaube ich. Sicher, Frau Trimborn. Nur aus Neugierde, Frau Trimborn, hätte Herr Bruder nicht mit der Vertragsübernahme auch etwas in der Parzelle machen müssen? Natürlich. Wir hatten ihn ja auch schon mehrfach dazu aufgefordert. Aber der hat sich doch partout geweigert, auch nur einen Fuß über diese Gartentorgrenze zu setzen. Und warum? Das habe ich mich allerdings auch schon gefragt. Aber schon der Bruder, also der vermisste Bruder, der war wegen seiner Macken bei uns im ganzen Viertel bekannt. Was genau meinen Sie? Na, der war halt so ein Sonderling. Hat Wochen in dem kleinen Holzschuppen verbracht. Früher war er ja noch zusammen mit seinen Kindern. Und dann irgendwann nur noch allein. Ein Messi halt. Und wenn ihr mich fragt, der war sicher auch ein Dieb. Und der wurde ja auch immer wieder gesehen, wie der nachts durch die Straßen schlich. Kein Mensch weiß, was der gemacht hat, aber Entschuldigung, das war echt unheimlich. Jedenfalls konnte ihm nichts Direktes nachgewiesen werden. Bis auf tonnenweise Bücher und tausendlose Notizzetteln war auf der Parzelle später nichts mehr zu finden. Bücher und Notizen? Hat er an irgendwas geforscht? Was waren das denn für Bücher? Tja, das weiß wohl nur sein Bruder. Der hat nämlich alles abholen lassen. Eigentlich wollte er die Parzelle kündigen. Aber komischerweise, nachdem er die Bücher abgeholt hatte, da hat er sich das anders überlegt. Das klingt ja richtig mysteriös. Findet ihr? Ich hatte mir gedacht, manche Menschen wären einfach sentimental. Gerade wenn sie den Besitz eines Verstorbenen oder Angehörigen durchsehen müssen. Was vorher nur Schrott war, kann dann richtig an Wert gewinnen. Emotionalen Wert nennt man das natürlich. Besonders, glaube ich, wenn es der Besitz vom eigenen Bruder ist. Und warum hat er die Parzelle dann jetzt doch gekündigt? Tja, das hat uns alle überrascht. Wisst ihr, wir glauben ja, seine Frau hat ihn dazu gedrängt. Wir waren in den letzten Wochen viel mit dem Herrn in Kontakt und er nahm nach und nach die Schrullen seines Bruders an. Der wurde echt immer komischer. Wenn ihr mich fragt, es wurde auch Zeit, dass ihm seine Frau die Flausen mal aus dem Kopf gejagt hat. Aber ich plapper und plapper wieder viel zu viel. Ich hoffe, die Parzelle wird wieder so schön, wie sie mal war. Und da muss ich sagen, Jungs, da vertraue ich euch voll und ganz. Klar, keine Sorge. Und wenn ihr Probleme oder Fragen habt, ihr wisst Bescheid, dann kommt einfach zu mir. Ihr wohnt, glaube ich, in der Straße, richtig? Ich wohne nur ein paar Häuser weiter. Ecke. Oder ihr könnt mich auch anrufen. Meine Rufnummer habt ihr ja, ne? Glaube ich, oder? Machen wir, danke. Alles klar. Dann ist ja gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall richtig frohes Schaffen. Ich bin gespannt, was ihr aus dem, ich sag ja immer, botanischen Chaos machen werdet. Viel Erfolg, Jungs, und ihr wisst, das Grüne immer nach oben, ne? Bis dann. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Genau. Keine Sorge, wir machen das schon. Alter, und was denkst du? Puh, viel Arbeit. Aber ich hab Bock drauf. Ich auch. Leute, wir haben das Ding. Vergesst nicht, uns in die Kommentare zu schreiben, was ihr als erstes angehen wollt. Hier, Moment, ich mach das Foto für Instagram, damit ihr das Chaos bestaunen könnt. Krank. Schau dir mal die Hütte an. Na dann, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Wir sind auf eure Ideen gespannt. Adios von euren Handberserkern. Macht's gut. Alter, schau mal. Ich hab grad die Endcard gemacht. Soll ich das Ding jetzt ausschalten? Ja, bitte. Der Rekorder saugt die Batterie schneller leer als... Wow. Ah, wie geht denn... Ist das jetzt... Ist das...
Teil jetzt aus, oder was? Woran sehe ich denn? Das musst du sehen. Was ist das? Was? Was ist das? Was sind das für Zeichen? Also, wenn wir irgendwann mal einen Horror-Podcast aufnehmen wollen, das hier wäre unser Studio. Definitiv. Ich dachte, der Bruder von Herrn hätte alles wegschaffen lassen. Was ist das für eine Sprache? Hab ich noch nie gesehen. Und die Schnitzereien am Boden? Keine Ahnung, sieht aus wie irgendwas Okkultes. Du meinst wie etwas Rituelles? Woher soll ich das wissen? Es erinnert mich nur daran. Aber irgendwie beeindruckend, wie symmetrisch es um dieses Loch im Fußboden geschnitten wurde. Ich könnte das nicht. Gewöhn dich nicht zu sehr dran. Dir ist schon klar, dass wir das ganze Ding hier abreißen müssen, oder? Ja, schon klar. Ich sehe doch jetzt schon, dass dir das schwerfallen wird. Weil es echt beeindruckend ist, findest du nicht? Das muss Stunden oder sogar Tage gedauert haben. Wenn es der Zeitaufwand ist, der dich so sehr begeistert, wirst du den Abriss lieben. Der wird nämlich locker mehrere... Moment, ist der Handrekorder doch noch an? Shit, ja, keine Ahnung, wie man das Ding ausschaltet. Ganz einfach hier an der Seite, da steht's doch. On, off, einfach nur drauf. Hi Leute und willkommen zurück zu den Handberserkern. Ich bin's, euer Robert. Und der Marius. Hallo zusammen. Ihr habt uns zahlreiche Nachrichten geschrieben und fleißig Kommentare unter dem letzten Podcast hinterlassen. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Es hat uns umgehauen, wie gut das Format bereits jetzt bei euch ankommt. Und eure Abstimmung war ziemlich eindeutig. Ja, damit habe ich aber auch irgendwie schon gerechnet. Gut 85% von euch wollten mit dem Gartenhäuschen anfangen. Quasi das Herzstück des Gartens. Und sicherlich auch das Mammutprojekt. Ihr habt die Bilder auf Instagram gesehen, das wird nicht einfach. Aber wir haben schon ganze Arbeit geleistet. Allerdings. Wie wir bereits lesen konnten, habt ihr uns schon schmerzlich vermisst. Aber die Abwesenheit hatte auch einen guten Grund. Nachdem wir anhand der Abstimmung bereits sehen konnten, dass es auf die Hütte hinauslaufen wird, haben wir uns also schon direkt an die Arbeit gemacht. Ein paar Profis unter euch haben uns bei Instagram geschrieben, dass das Holz komplett von Wurm zerfressen wurde und kein Weg an einem Abriss vorbeiführt. Und wir haben jetzt geschlagene 5 Tage damit verbracht, genau das zu tun. Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt weitergehen kann. Also, als erstes werden wir den Boden planieren. Unter dem Haus haben in den letzten Jahrzehnten ordentlich Wühlmäuse und Kaninchen gewütet. Bevor uns das Fundament also an diesen Stellen später einreißt, müssen wir diese Löcher und Dellen im Boden ausgleichen. Und dafür haben wir uns bereits hier ein wenig Sand, Erde und eine Rüttelplatte besorgt. Wir machen also an der Stelle einen kurzen Cut und melden uns wieder, wenn die Rüttelei ein Ende hat. Schmeiß die Kiste an, Robert. Okay. Hier war ein Kaninchen oder ein Fuchs wohl besonders eifrig. Die Fläche ist nach nun knapp 3 Stunden eben und glatt. Bis auf diese eine Stelle eben. Nee, Robert, ich glaube immer noch nicht, dass das ein Fuchs ist. Dafür ist das doch einfach zu schmal, meinst du nicht? Keine Ahnung. Ich kenne Füchse nur aus Märchen und aus der Waschmittelwerbung. Und in keinem von beiden wird auf die durchschnittliche Fuchsgröße eingegangen. Nee, ich mein's ernst. Was ist das? Die Schrebergartensiedlung ist ein Grünfleck in der Großstadt. Hier wird sich alles mögliche Getier hinflüchten. Keine Ahnung, Marder, Dachse, Eichhörnchen und du weißt. Eichhörnchen? Du glaubst, Eichhörnchen wohnen in Erdlöchern? Boah, so sehr Stadtkind kannst selbst du nicht sein. Dann halt Hobbits. Ist mir doch egal. Lass uns das Ding endlich dicht machen und mit dem Fundament beginnen. Okay, Leute, stimmt mal ab, was ihr glaubt, wessen Behausung wir jetzt verdichten. Hast du noch einen Sack Sand im Auto? Ich hab dir doch eben erst einen gegeben. Den habe ich bereits da reingekippt. Komplett? Ja, komplett. Das... Was ist das für ein Tier? Gehen Tierbauten nicht auch eher so schräg hinab? Das hier ist kerzengerade. Ich hab hier locker einen 30-Kilo-Sack Sand reingeschüttet und es sieht immer noch aus wie vorher. Ich befürchte, das war auch der letzte Sack. Oh, fuck. Okay, also nochmal zum Baumarkt. Können wir da nicht auch direkt Beton reinschütten? Keine Ahnung, das können wir dort ja direkt mal nachfragen.
Ah, ich höre schon die Hater, wie sie wutentbrannt auf die Tastatur einhacken. Oh ja. Also, dann hier nochmal ein kurzer Schnitt. Wir gehen shoppen und sind sofort wieder mit dem Gießen des Fundaments zurück. Okay, schlechte Nachrichten. Wir haben uns im Baumarkt beraten lassen und haben nochmal 30 Kilo Sand in das Loch gekippt. Der Mitarbeiter sagte, wenn es dann immer noch nicht dicht ist, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nach so viel Sand müsste der Tierbau so weit geschützt sein, dass der Beton den Rest erledigen würde. Scheiße, Robert, kannst du mal ruhig sein? Ich versuche hier ein Update zu machen. Ja, ist doch wahr. Also, wir wollten uns ja melden, wenn das Fundament fertig gegossen ist und uns dann schon mal mit einem schönen Instagram-Bild in den Feierabend schicken. Leider scheint das Loch doch tiefer zu sein, als wir gedacht haben. An dieser Stelle ist das Fundament jetzt wie ein Trichter. Der Beton ist einfach hineingeflossen. Locker 50 Liter, Marius. Mindestens. Das kann doch nicht sein. Was ist das? Stand hier mal eine Ölbohrinsel oder was? Wir räumen jetzt noch auf. Der Fehlversuch kann natürlich nicht so bleiben. Wir denken uns was aus und melden uns dann mit einer neuen Idee zurück. Macht es gut. Leute, wir sind zurück. Euer Marius. Und euer Robert. Und heute sind wir nicht allein, denn wir haben wieder die liebe Steffi vom Virtual Reanimy Podcast dabei. Hey Leute, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Nicht ganz ohne Grund, muss man dazu sagen. Die treuen Instagram-User unter euch wissen es bereits. Wir haben das Loch immer noch nicht gestopft bekommen. Kindischen Kommentar bitte an dieser Stelle einfügen. Oh Mann. Also Steffi, leg los. Genau. Und zwar ist mir euer Schrebergarten-Desaster natürlich nicht entgangen. In meiner vorletzten Folge kam es auch mal kurz zur Ansprache. Du hast dir das Maul über uns zerrissen. Hab ich nicht. Du hast dich kaputt gelacht und uns Hanni und Nanni die unehelichen Kinder von Bob der Baumeister genannt. Ich kann nicht mehr. Nicht lustig, Steffi. Das schneiden wir raus. Ist schon okay. Ist okay. Ich hab mich schon wieder... Also, meine Zuhörer haben darauf natürlich, nett wie sie sind, reagiert und ordentlich Brainstorming betrieben. Ein Hörer ist ambitionierter Archäologe und sagte, solche Löcher wären nicht unüblich. Es könnte sich um, wie sagte er, Luftlöcher oder, nein, um Luftschächte für alte Keller handeln. Es gäbe aber auch Tiere, deren Tunnelsysteme mehrere Kilometer lang sind. Und wenn es sich um einen solchen Tierbau handeln sollte, könnte es doch sein, dass die Tiere euren teuren Sand schön verteilt haben. Wir leben hier aber nicht auf Dune und haben ein Wurmproblem. Hä? Schon okay, Marius verarscht dich nur. Haha, sehr lustig. Ah, sorry Steffi, wir sind für deine Hilfe wirklich dankbar. Also, was hast du uns mitgebracht? Okay, also, mein sehr geschätzter Archäologe, Grüße an der Stelle an dich, Rick, hat mir dieses Mikrofon ausgeliehen. Ein Richtmikrofon, oder? Ja, genau. Er sagte, es würde sich wohl besonders für so etwas hier eignen. Und dazu noch dieses Monstrum an Kabeltrommel. Wow. Rick war schon auf vielen Ausgrabungen tätig, bei denen das Mikrofon in die alten verlassenen Gänge geschickt wurde. Deshalb diese riesige Trommel. Dazu müssen wir auch nochmal Danke sagen. Rick hat uns das ganze Zeug vor circa 2 Stunden selbst hier vorbeigebracht. Wow. Danke, Rick. Das sind doch locker 200 Meter Kabel. 600, um genau zu sein. 600 Meter? Krass. Okay, kein Wunder, dass er das mit dem Hubwagen hier reingebracht hat. Das Kabel ist aber auch extrem dünn. Heftig. Das täuscht. Also, um auf den Punkt zu kommen. Was ist der Plan, Steffi? Wir lassen das Mikrofon runter und hören, was da vor sich geht. Wenn dort tatsächlich Mäuse, Maulwürfe oder Kaninchen leben, wisst ihr, woran ihr seid und könnt euch an Fachleute dafür wenden. Und wenn es kein Kaninchenbau ist? Es wird irgendwo anstoßen müssen. Ihr habt ja bereits eine Menge Sand und Beton hineingekippt. Wir lassen es runter und wenn es auf den Beton aufstößt, wisst ihr anhand des Kabels, wie viel Füllmaterial ihr noch braucht. Das klingt mal nach einem Plan.
Der Beton ist aber nicht immer noch flüssig, oder? Auf keinen Fall. Der trocknet bereits eine Woche vor sich hin und das Loch war permanent vor Regen abgedeckt. Keine Sorge. Dann steht dem Ganzen ja nichts im Weg, oder? Hat Rick auch den Adapter mitgebracht, um den ich ihn gebeten hatte? 3,5 mm Klinke, richtig? Hat er eingepackt. Hier. Perfekt. Dann kann ich das Mikro nämlich hier direkt an unserem Handrekorder anschließen. Und ihr Leute hört direkt, wie es sich da unten so anhört. Alles klar. Dann mal los. Test, Test. Hallo. Und? Die Pegel schlagen aus. Scheint alles zu funktionieren. Und hört man uns jetzt auch noch über die integrierten Mikrofone? Na, leider nicht. Sobald man ein externes Gerät zuschaltet, werden die internen Mikrofone deaktiviert. Naja, besser als nichts. Also dann, Leute, viel Spaß da unten. Im Gegensatz zu uns müsst ihr nicht auf das Ergebnis warten. Wisst ihr, Jungs, ich genieße das hier richtig. Mein Vater hatte früher auch mal einen Schrebergarten. Irgendwie erinnert mich das alles hier sehr an ihn. Mein Dad hatte seinen Garten geliebt. Hat ganze Tage dort verbracht. Du kannst hier gerne deinem Gärtnertrieb freien Lauf lassen. Wie du siehst, ist hier noch genug zu tun. Mal sehen. Vielleicht mache ich das sogar. Ich hoffe, dass keine Ratte den Popschutz anknabbert. Was? Wieso sollten die? Ich muss das Mikro unbeschadet zurückgeben. Ja, ja, Steffi, bleib mal ruhig. Dem Mikro wird nichts passieren. Dein Rick wird das Ding im selben Zustand zurückbekommen, wie er es uns überreicht hat. Versprochen. Das will ich auch hoffen. Das will ich auch hoffen. Was? Nicht schlagen. Verdammt! Ich glaube, da ist nicht mehr viel. Es ist nicht ernsthaft gerissen, oder? Keine Ahnung, es hat auf einmal gezogen und... Nicht dein Ernst! Nicht dein Scheiß-Ernst! Kann ich was dafür, dass das Kabel reißt? Es hat nirgendwo gehangen. Oh, und du hast doch selbst gesehen, dass ich es ganz locker in der Hand hatte. Ach ja? Irgendwas hat daran gezogen und ist abgetrennt. Vielleicht hat doch ein Tier das Kabel durchgebissen. Scheiße! Und jetzt? Was sag ich, Rick? Das Ding muss doch unglaublich... Wir legen zusammen, okay? Und du musst nichts bezahlen. Das kriegen wir schon hin. Das wird teuer. Oh Mann, wenn sich das in meiner Community rumspricht. Okay. Lasst uns das bitte später ausdiskutieren, ja? Wir machen hier erstmal Schluss für heute. Danke, Leute, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wehe, da ist nichts Spannendes auf der Aufnahme drin. Jo, alles an. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Wenn wir das Telefonat für den Podcast aufzeichnen wollen, müssen wir diesen Herrn darüber in Kenntnis setzen. Und wenn er nicht zustimmt? Dann müssen wir es nachsynchronisieren. Das reicht als rechtliche Absicherung? Laut Google schon. Oh Mann, das geht ja schon gut los. Also was jetzt? Machen wir das jetzt oder nicht? Ach, ich weiß nicht. Das klang gestern aber noch ganz anders. Du wolltest doch unbedingt Frau Trimborn anrufen, um die Handynummer von rauszufinden. Ja, ja, schon klar. Du hast doch die Aufnahme gehört, oder nicht? Wie klang das da unten für dich? Hä? Wie das Kindersmalland im Ikea? Sicher nicht, oder? Willst du keine Antworten? Doch, klar. Okay, also machst du den Lautsprecher an? Nummer bitte. 0176.
schon mal nicht besetzt. Hallo? Guten Tag, Herr... Sorry, rede du. Entschuldigen Sie. Guten Tag, Herr... Mein Name ist Marius Koppmann. Ich habe Ihre Nummer von Frau Trimborn bekommen. Wer? Trimborn. Wer soll das sein? Die Pächterin des Schrebergartens Ihres Bruders. Oh Mann. Ja und? Was wollen Sie? Wir haben da ein paar Fragen bezüglich der Parzelle. Ich habe das Kündigungsformular unterschrieben, okay? Wenn Sie irgendwelche rechtlichen Maßnahmen... Nein, nein, Sie verstehen nicht ganz. Wir sind Ihre Nachmieter. Wir? Ja, guten Tag, Herr... Robert Stern hier. Okay, schön für euch beide. Wir haben ein Handwerkerprojekt, in welchem wir den Umbau eines Schrebergartens dokumentieren möchten. Ein reines Hobby, nichts Geschäftliches. Toll. Und was habe ich damit zu tun? Dürften wir Sie kurz interviewen und das Gespräch für unsere Dokumentation aufzeichnen? Bitte was? Moment, lass mich. Wir haben da nur etwas im Garten Ihres Bruders gefunden und wollten fragen, ob Sie uns dabei vielleicht weiterhelfen könnten. Was habt ihr gefunden? Habt ihr die Baupläne? Baupläne? Sie meinen die Notizen? Notizen? Nein, nein, vergesst es. Was habt ihr gefunden? Ein Loch im Boden. Herr... Ja, ich bin noch hier. Dürften wir das Gespräch aufzeichnen? Macht, was ihr wollt, aber haltet euch von dem Garten fern, okay? Ich werte das mal als ein Ja. Was hat Ihr Bruder denn im Garten gesucht? Ist die Kleine bei euch? Die Kleine? Wer? Ich glaub, der tickt nicht ganz richtig. Er hat es geschafft. Was? Was hat wer? Er hat es tatsächlich geschafft. Herr, hören Sie mich? Hallo? Hallo? Sind Sie noch... aufgelegt. Ruf noch mal an. Da stimmt doch was nicht. Okay, Na toll. Und jetzt? Keine Ahnung. Schlauer sind wir jetzt auch nicht. Aber egal. So leicht gebe ich nicht auf. Wir sollten vielleicht die ganze Sache vergessen. Nein! Ich gehe jetzt nochmal zum Garten. Was willst du da? Es ist 9 Uhr abends und da ist weder Strom noch Licht. Irgendwas weiß dieser der wollte es nicht sagen. Ja, weil es uns einfach nichts angeht. Ich meine, sein Bruder ist verschwunden. Nein, Robert, nein! Ich gehe jetzt. Komm mit oder bleib hier. Mir egal. Marius, ich... Hallo meine 3D-Hörnchen und herzlich willkommen zum Virtual Reanimy Podcast. Ich bin's, wie immer eure Steffi und freue mich, euch wieder einen kleinen Einblick in die Arbeit einer Spieleentwicklerin geben zu dürfen. Aktuell befinden wir uns noch mitten im Blender Basic Tutorial. Und da wir letzte Woche soweit mit der 3D-Animation für Wasser fertig geworden sind, vertiefen wir das Ganze etwas. Euren Kommentaren konnte ich entnehmen, dass der ein oder andere noch Probleme mit den Parameterwerten für... Was zum... Dass uns da eine Chance entgeht. Eine Chance? Im Ernst? Hani und Nanni sind nach Hause gekommen. Sorry, Leute. Ich glaube, ich muss mal ein Machtwort sprechen. Nein, so war das auch nicht gemeint. Also warum sollten wir dann aufhören? Hey, habt ihr sie noch alle? Ich bin mitten im Stream und ihr kommt hier reingeplatzt wie Harald Glöckler im Baumarkt Sommersale. Sorry, Steffi, könntest du bitte mal mit Marius reden? Der dreht völlig am Rad. Steffi, wenn ich dir sage, dass dieses noch unsere Chance ist, groß rauszukommen, würdest du mir doch zustimmen, oder? Es geht immer noch um dieses Loch. Apropos, was ist mit dem Geld für das Mikro?
Ach, kriegst du noch, keine Sorge. Wir waren gerade im Garten. Um die Uhrzeit? Ja, habe ich ihm auch gesagt. Das ist... dort überhaupt Licht? Wegen dem... Moment, lass mich ausreden. Es ist stockdunkel. Dort ist es wie auf einem Friedhof, Steffi. Es ist totenstill. Kein Vogelgezwitscher, kein Windrauschen, nicht mal ein verdammter Regenwurm im Kompost. Kompost? Vögel? Hörst du dir meinem Reden eigentlich selber zu? Du machst dir Sorgen um Würmer im Dreck, Robert. Steffi, er spinnt. Er hat gerade ungelogen 5 Minuten mit dem Handylicht im Kompost gewühlt. Ja, als Beweis, dass sich nicht mal ein Tier in die Nähe des Loches traut. Die spüren etwas. Das kann nicht. Moment, glaubt ihr etwas? Er hat sogar die Polizei gerufen. Du hast was? Ja, hab ich, weil dieses Scheißding gefährlich sein könnte. Ausgelacht haben die uns. Und wenn der Beamte nicht gerade einen guten Tag gehabt hätte, hätten wir auch noch eine Anzeige wegen Vortäuschung einer Notsituation bekommen oder so. Einen guten Tag nennst du das? Der hat mich angeschrien. Ja, zu Recht, weil du sie quasi wegen eines Kaninchenbaus angerufen hast. Kaninchenbau? Die haben sicherlich Besseres zu so tun als... So erklärst du dir ein fast 1 Kilometer tiefes Loch? Ja, okay. Ich gebe es zu, dieses Ding ist nichts, was ich mir erklären könnte. Aber genau das ist doch das, was ich meine. Stell dir mal vor, wie viel Reichweite wir bekommen könnten, wenn wir es den Leuten nur richtig rüberbringen. Du spielst hier mit dem Feuer, Marius. Wir haben keine Ahnung, womit wir es hier zu tun haben. Und ich muss Marius schon irgendwie recht geben. Was? Du jetzt auch? Robert, lass uns mal kurz rumspinnen, okay? Mal angenommen, euer Ding dort im Schrebergarten wäre so etwas wie ein Portal. Ein Portal? Und ich soll mir mal beim Reden zuhören. Rein hypothetisch, okay? Wir nehmen jetzt einfach mal an, es wäre so. Hättest du keine Fragen? Ihr habt doch die Aufnahme gehört, oder bin ich senil? Ihr habt gehört, was da unten vor sich geht, oder nicht? Die Schreie und das Gegröle. Bin ich der Einzige, dem das Sorgen macht? Hört zu. Wir wissen alle nicht, was dort unten vor sich geht, okay? Und darum geht es doch. Ich glaube nicht an das Übernatürliche und es wäre mir neu, wenn du daran glaubst. Tue ich doch auch gar nicht. Und warum redest du dann so? Weil, na... Robert, wir sind hier etwas auf der Spur. Etwas, mit dem wir mehr als nur unsere kleine deutsche Community erreichen könnten. Er hat recht, Robert. Steffi, sei du mal leise. Du warst nicht dabei. Dort ist es totenstill und das meine ich so. Zu dieser Jahreszeit ist doch immer irgendwas los. Der Verkehr von der Hauptstraße, die Kids vom Bolzplatz um die Ecke. Nichts davon ist mehr zu hören, als wäre der Garten unter einer schallisolierten Glaskugel. Du weißt schon, wie viel Uhr wir haben, ja? Es ist, als würde man taub werden, je näher man dem Loch kommt. Und es ist größer geworden. Größer? Habt ihr... Nein, wir waren seit Tagen nicht mehr dort. Ich weiß nicht, wer oder was... Tiere! Dann haben wohl die verschollenen Tiere im Loch gewühlt. Steffi, wir haben mit Herrn telefoniert. Er sagte... Hat gar nichts gesagt. Er hat einfach aufgelegt, weil Gott und die Welt ihn ständig an seinen verschollenen Bruder erinnert. Schon mal daran gedacht, Robert. Nein, das... Ich gehe jetzt schlafen, okay? Mach, was du willst. Ich werde an der Sache dranbleiben. Marius, das... Okay, Jungs. Ich bin aus der Sache raus und... Fuck! Der Livestream! Er wusste irgendwas, Steffi! Da stimmt doch irgendwas nicht. Sorry, Leute. Die Knallköpfe sind nach Hause gekommen. Nur am Rumkrakehlen. Die geben der Berufsbezeichnung Schreiner eine ganz neue Bedeutung. Egal, wo waren wir? Verdammt. Ach ja, Blender und eure Frage zu den Parametern. Also, als erstes müsst ihr euch natürlich überlegen, welche Eigenschaften die Flüssigkeit haben soll. Dazu helfen ganz einfache Beispiele. Lauft in die Küche.
sehe doch, dass du online bist. Oh, fuck. Dass er aber auch immer so stur sein muss. Marius, bist du noch wach? Ich kann nicht pennen, bevor wir das nicht irgendwie ausdiskutiert haben. Marius, ich weiß, dass du noch wach bist. Du bist auf Discord online. Also komm schon, es tut mir leid, okay? Du hast ja irgendwie recht, aber du musst auch mich verstehen. Marius, jetzt, Mann, jetzt sei nicht so stur. Ich komm jetzt rein, ob du willst oder nicht. Marius? Hallo? Verarsch mich nicht. Wo bist du, Marius? Marius? Ach, komm schon. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Steffi? Was? Hey, ich habe nicht gesagt, herein. Ja, sorry. Warum weckst du mich um? Nicht dein Ernst. Robert, hast du mal auf die Uhr gesehen? Es ist 3 Uhr. Ich habe morgen einen wichtigen Termin bei... Ey, ich weiß. Ich weiß, es ist nur... Marius ist weg. Wie weg? Er ist nicht mehr in seinem Zimmer. Echt nicht? Ich habe ihn gar nicht weggehen hören. Ich konnte nicht pennen, wegen dem Streit. Und, naja... Marius ist ein erwachsener junger Mann. Und du bist nicht seine Mutter. Darum geht es nicht. Ich... Keine Ahnung, ich mache mir halt irgendwie Sorgen. Robert, nochmal. Du bist nicht seine Mutter. Ich weiß, Steffi. Findest du nicht, dass er sich in letzter Zeit irgendwie seltsam benommen hat? Naja. Ich meine, seit diesem Loch im Garten. Er ist wie besessen davon. Es ist ja wirklich etwas spannend. Findest du nicht? Selbst meine Kommentarspalten sind voll mit Fragen über euren Fund. Du warst gestern nicht mit gewesen. Es ist... Das Loch zur Hölle? Du denkst doch nicht etwa, dass... Du glaubst wirklich daran, oder? Es ist nicht normal. Das ist alles, was ich sagen kann. Und auch, was du nicht leugnen kannst. Na schön. Und was nun? Er ist bei Discord online, meldet sich aber nicht. War online, meinst du? Wie war? Das gibt's doch nicht. Marius ist nie auf Discord offline. Ich meine, nie. Es gibt für alles ein erstes Mal. Und wenn du dich irgendwann mal von deinen Badeentenboxershorts trennen kannst, wird sich vielleicht auch mal jemand für dich aufopfern. Oh, Steffi, ich meine es ernst. Ich doch auch. Auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, wie emotional verkorkst man sein muss, um sich mit dir... Och, leck mich doch. Robert, komm schon. Ich mach doch nur Witze. Wo willst du jetzt hin? Na, wonach sieht's denn aus? Ich geh ihn suchen. Ruf ihn doch erst mal an. Hab ich schon. Er hat mich weggedrückt. Okay. Moment, ich ruf ihn an. Weggedrückt. Sag ich doch. Tch, dieser Mistkerl. Na, warte. Besetzt? Will der mich verarschen? Warte. Was denn jetzt noch? Ich komm mit. Jetzt bin ich ja eh schon wach. Und wo gehen wir jetzt hin? Zum Garten. Marius kennt kein anderes Thema mehr. Ich musste ihn gestern schon regelrecht zwingen, wieder mit nach Hause zu kommen. Na dann, geh vor.
Ist Marius wirklich nie offline? Nicht auf Discord. Zumindest habe ich das noch nie erlebt. Warum nicht? Keine Ahnung. Er meinte mal, dass diese ständige Bereitschaft ihn kreativ fördern würde. Frei nach dem Motto, je mehr Input, desto besser. Wow, okay. Das könnte ich nicht. Ich auch nicht. Aber du kennst ja Marius. Wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann bringt ihn auch nichts davon ab. Und außerdem genießt er die Aufmerksamkeit der Community. Ja, so kenne ich ihn. Da vorne ist es schon. Dann mal los. Ich hoffe, er ist wirklich da. Ich auch. Du machst dir wirklich Sorgen, oder? Schon. Ich meine, dieses Loch, Ding, irgendwas. Es strahlt etwas aus. Wie eine Aura. Und ich finde nicht, dass es sich gut anfühlt. Ich weiß, was du meinst. Er wirkt irgendwie... böse. Naja. Ein Loch ist im Endeffekt ein Begriff für die Abstinenz von etwas. Also kann es im Grunde auch nicht... Mir egal, was es ist, okay? Ich wünschte einfach, wir hätten es nie entdeckt. Hörst du was? Nein. Ich höre nichts. Genau. Es ist unglaublich still hier. Das ist doch nicht... Nein, Moment. Doch. Ich höre was. Was? Hörst du es nicht? Was denn? Dieses Brummen. Stimmt. Das... keine Ahnung. Das war eben noch nicht. Komm. Komm mit. Kommt das aus dem Loch? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Meinst du? Psst. Ja. Hörst du? Könnte es nicht auch... Nein. Komm, hock dich mal neben mich. Es kommt eindeutig aus dem Loch. Und es riecht. Nach Moos und... Wald. Ja. Stimmt. Seltsam. Es riecht wirklich wie Wald. Steffi, hast du dein Handy dabei? Ja, warum? Kannst du mal bitte da reinleuchten? Ich glaube, ich sehe was. Was denn? Ich weiß nicht, als ob da unten etwas glüht. Leuchte einfach. Ja. Bin ja schon dabei. Was ist? Scheiße, hier liegen... Was? Hier liegen überall tote Vögel. Wo kommen die her? Was? Lass uns gehen. Marius ist nicht hier, richtig? Und wo könnte er dann... Scheiße, egal, Robert. Das ist mir zu viel. Bitte, lass uns einfach gehen, okay? Du hast recht. Hier stimmt was nicht. Das sage ich doch die ganze Zeit. Verstehst du jetzt, warum wir Marius finden müssen? Ich muss hier raus. Steffi, warte. Ich sehe nichts ohne das Licht. Und... fuck, jetzt warte doch mal. Was? Wir müssen Marius finden, Steffi. Warum? Weil er nicht mehr derselbe ist. Und ich glaube, dass es mit diesem Scheißloch zu tun hat. Sollten wir dann nicht die Polizei rufen? Nochmal? Und was sagen wir denen? Na, zumindest, dass Marius verschwunden ist. Seit 3 Stunden, Steffi. Den zweiten Einlauf kassiere ich sicherlich nicht. Und wenn wir von dem Garten erzählen? Schon vergessen, hatte ich bereits. Gut, aber dann hilft nur warten, oder? Ich weiß es nicht. Da, siehst du das? Es glüht wirklich. Es glüht. Und es wird stärker. Was ist hier los, Robert? Ich weiß es nicht. Lass uns verschwinden. Fuck! Steffi! Wir müssen Marius finden! Er wird schon wieder zurückkommen. Gönn ihm ein wenig Zeit. Ich hab ein
unglaublich schlechtes Gefühl bei der Sache, okay? So kenne ich ihn gar nicht. Er hat immer Bescheid gegeben, wenn er los musste. Weißt du was? Was? Ich glaube, du bist doch seine Mutter. Aha. Ach komm schon, ich will dich doch nur aufheitern. Ich weiß. Sorry. Und jetzt komm bitte. Danke, dass du mitgekommen bist, ja? Gut. Dann lass uns zurückgehen. Genau. Vielleicht ist Marius ja auch schon wieder zu Hause. Vielleicht. Na komm. Vielleicht ist es Gas. Was meinst du? Na, nur mal angenommen, vielleicht ist das Loch eine alte Gasbohrleitung. Wie kommst du jetzt darauf? Neon ist doch auch ein Gas, richtig? Und es leuchtet doch unter den richtigen Voraussetzungen. Und es könnte die toten Vögel erklären. Und der Geruch? Der starke Waldbodenduft? Keine Ahnung, vielleicht riecht Neon einfach so. Ich habe noch nie von einer Erdbohrung für Neongas gehört. Kommt es in der Natur überhaupt vor? Also in solchen Mengen? So oder so, wir sollten morgen auf jeden Fall die Behörden alarmieren. Ich meine, ein Gasleck, das scheint logisch, oder nicht? Lass uns abwarten, was Marius dazu sagt. Klingt nach einem Plan. Jetzt lass uns erstmal hochgehen und warten. Willst du auch einen Kaffee? Um die Uhrzeit? Du glaubst doch nicht, dass du heute noch einen gesunden Schlaf findest, oder? Ja, da hast du auch wieder recht. Na gut, ich... Hockt da jemand? Ich sehe niemanden. Mach doch mal das Licht an. Es geht nicht. Steffi, hallo, mach doch mal das Licht. Ich drücke ja. Du hast recht, da hockt jemand. Hallo? Hallo, geht es Ihnen gut? Bist du verrückt? Warum? Was, wenn das ein Einbrecher ist? Ach, mach dich nicht lächerlich. Ein Einbrecher, der in unserem Haus flockt? Ein Trickbetrüger vielleicht. Oder nur jemand, der Hilfe braucht. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Robert, nicht. Keine Angst, das Licht ist scheinbar defekt. Kann ich Ihnen... Frau Trimble? Sind Sie das? Was ist das, Robert? Es ist Frau Trimborn, die Verpächterin des Gartens. Wollten Sie zu uns? Hallo? Was macht sie da? Frau Trimborn? Haben Sie irgendwas im Hals? Robert. Scheiße, ich glaube, sie hat sich an irgendwas verschluckt. Robert! Soll ich Ihnen... Robert, nicht! Was stimmt mit dir nicht? Gott, sie wird noch ihren Kiefer auseinanderreißen, wenn sie weiter so... Scheiße, was geht denn hier ab? Hörst du was? Es kommt aus ihr. Das kann nicht. Riechst du das? Halt durch. Scheiße! Steffi, lauf! Vorsicht, Auto! Hey! Robert, wo ist sie? Ich weiß nicht. Sie war direkt hinter uns. Und jetzt? Was war das? Ich weiß nicht. Robert, was war das? Ich weiß es auch nicht, okay? Ich gehe da nicht mehr rein. Das auf keinen Fall. Das war doch scheiße, Robert. Ich gehe da nicht wieder... Wir müssen uns beruhigen. Okay? Ich weiß nicht. Es war dunkel. Vielleicht hatte sie einen Anfall. Epilepsie oder so. Was ist das? Was ist was? Dort... Das Leuchten. Kommt das aus? Das ist der Garten. Das. Fuck! Komm los! Wo willst du hin? Komm mit! Brennt das? Scheiße! Robert! Halt! Ich glaube. Marius! Was ist hier nur los, verdammt? Marius ist nicht im Garten. Robert? Hallo? Auf die Feuerwehr, Robert. Robert, hörst du? Dann rufe ich sie halt selber. Es brennt nicht. Es strahlt. Es ist noch stärker geworden. Aus dem Loch. Was? Wirklich?
aus dem Loch, sagst du? Ja, dort. Siehst du? Da sitzt jemand. Was? Du hast recht. Wer ist das, Robert? Was macht er da? Gräbt er in dem Loch? Bist du verrückt? Der Kerl ist offensichtlich durchgeknallt. Bleib hier. Was sagt er? Ich weiß nicht. Lass uns die Polizei rufen. Das... Marius? Ist das... Das ist Marius. Hey, Marius. Oh, Gott sei Dank. Wir haben dich schon überall gesucht. Was? Marius, was machst du da? Marius, du machst mir Angst. Scheiße, Marius! Was ist mit seinen Augen, Robert? Was ist hier los? Seine Augen! Was mache ich hier? Wo ist die Stimme? Marius, komm mit uns nach Hause. Bitte. Es leuchtet. Ich habe euch so ewig nicht mehr gesehen, Robert. Bleibt hier. Martin, seht ihr es leuchten? Es braucht mich. Was passiert hier? Er kommt. Lauft. Marius, lauft. Langsam wälze ich mich auf die rechte Seite. Ein leichtes Taubheitsgefühl in der linken Schulter verrät mir, dass ich bereits seit Stunden mit mir und dem nicht eintreten wollenden Schlaf ringe. Neugierig öffne ich ein Auge und blicke direkt in das stechende Rot der Digitalweckerziffern. Ich erkenne trotz trübnächtlicher Sicht eine Uhrzeit jenseits von Gut und Böse. In 5 Stunden klingelt Steffis Wecker und wenn sie wach ist, kann man jede weitere Chance auf einen erholsamen Schlaf vergessen. So wälze ich mich hin und her auf dieser durchlegenen Matratze und kriege dieses verdammte Loch, welches Robert und ich in unserer neuen Schrebergartenparzelle entdeckt haben, nicht mehr aus dem Kopf. Diese schier endlose Tiefe, diese Geräusche. Ja, Robert hat schon recht, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Nun habe ich das Gefühl, doch langsam müde zu werden. Ich muss das alles morgen mit Robert nochmal besprechen. Meine Gedanken gleiten langsam ab, werden träge, wabern durch eine bleierne Schwärze, durch die ganz leise jener aufdringliche Ton schleicht. Ein Piepsen wie das Geräusch eines Vitalmonitors im Krankenhaus, jedoch stechender, aufdringlicher. Ist bestimmt nur ein kurzer Tinnitus. Ich lasse meine Gedanken wieder in die Schwärze eintauchen. Nur noch ein Finger breit entfernt von der sanften Erlösung des herbeigesehnten Schlafes. Hellwach. Ich sitze kerzengerade im Bett. Dieses verfluchte Loch macht mich verrückt. Wenn wir nicht bald herausfinden, was dieses Ding ist, kann ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis ich wieder ein Auge zukriege. Am liebsten würde ich auf der Stelle wieder in den Schrebergarten. Aber um was zu tun? Mitten in der Nacht um. Ich blicke über die rechte Schulter auf den Wecker, der mir höhnisch 2 Uhr und ein paar Zerquetschte anzeigt. Ob Robert noch wach ist? Mit der rechten greife ich mein Handy und öffne die Discord-App. Ach, Robert ist offline. Oder unsichtbar. Nein, mit Sicherheit offline. Der schlummert jetzt selig, während mir unser Streit auf den Magen schlägt und dieses Monsterloch auf jeder meiner Hirnzellen herumtrampelt. Ich starre auf die Discord-App. Im Normalfall verliere ich mich auf den verschiedensten Discord-Servern, ob unser Handberserker-Server, der All-Mystery-Server, die verschiedensten Outdoor-Cooking-Server und. Aber jetzt gerade kann ich mich nicht mal für dieses sinnlose sich durch die App wischen begeistern. Ich muss mir die Beine vertreten
und ich brauche einen Kaffee. Oder besser ein Latte Macchiato mit mindestens 3 Würfeln Zucker. Robert hat es mal Vergewaltigung an der italienischen Kaffeekultur genannt. Aber für mich gibt es den besten Latte Macchiato immer noch bei McDoof. Und wie es der Zufall so will, befindet sich gerade einmal 4 Straßen entfernt so eine 24/7-Filiale des Unternehmens mit dem gelb geschwungenen M. Ich kneife die Augen zusammen, als meine Finger den Schalter meines Nachttischlichts betätigen. Blind taste ich nach dem Stuhl, auf dem eine Jeans und ein T-Shirt liegen sollten, doch das erste, was ich ertaste, ist ein Papier. Ich greife danach und halte es mir unter die Augen. An Honey und Nanny, ihr wolltet das doch im Bad noch zukleistern. Das wird immer größer. Bitte denkt daran. Ah, fuck. Hatte ich ganz vergessen. Ich lege den Zettel neben mich, stehe auf und ziehe mir die Jeans, das T-Shirt und die ausgelatschten Sneaker an. Darauf bedacht, keine der quietschenden Bodendielen zu erwischen, schleiche ich in Richtung Wohnungstür, ziehe sie vorsichtig hinter mir zu und betätige den Lichtschalter, welcher das Treppenhaus samt seinem 60er-Jahre-Kachelscham erhält. Wenige Augenblicke später stehe ich auf dem Bordstein, blicke hinauf in das dunkle Blätterdach der Kastanienallee und atme die frische Nachtluft tief in meine Lungen. Auf den Straßen ist die sonst so belebte Großstadt kaum mehr zu erkennen. So still, fast schon beruhigend. In der Entfernung höre ich noch ganz leise Autos fahren. Wahrscheinlich Taxis, die irgendwelche auf dem Beifahrersitz eingeschlafenen, betrunkenen und sabbernden Partygänger nach Hause kutschieren. Auch ein paar Fußgänger sind noch unterwegs, aber nicht viele. Nach ein paar Minuten Fußmarsch komme ich an dem Haus der alten Trimborn vorbei. Ecke Salzgasse, sagte sie, oder? Irgendwie ist sie ja daran schuld, dass ich nicht schlafen kann. Ich werfe einen kurzen Blick hinauf durch ihr Küchenfenster, doch wie zu erwarten, nichts als Schwärze. Ich schüttel die Gedanken an Frau Trimborn ab und stapfe weiter durch die Nacht. Schließlich hatte ich das Bett verlassen, um nicht an den Garten denken zu müssen, oder nicht? Spaziergänge in der Nacht habe ich schon immer geliebt. Klar, am schönsten sind sie in der freien Natur. Aber selbst eine Stadt kann die Schönheit und die Stille der Nacht nicht trüben. So friedlich und verschlafen, so klar und rein. Einsam im sonst so geschäftigen Großstadtdschungel. Bereits ein paar Minuten später sehe ich das gelbe M auf rotem Hintergrund. Ich kann den Latte Macchiato fast schon auf der Zunge schmecken. Doch je näher ich komme, desto mehr verfliegt dieser wunderbare illusorische Geschmack auf meiner Zunge. Es brennen ja gar keine Lichter in der Filiale. Nur noch ein paar Meter vom Eingang entfernt erkenne ich vergilbtes Zeitungspapier, welches von innen an die Fenster geklebt ist. Misstrauisch laufe ich zur Eingangstür, suche nach einer Erklärung, seit wann die Filiale geschlossen ist. Ich war doch vor 2 Wochen noch mit Robert hier. Ach was, das war letzte Woche. Ungläubig blicke ich mich um und bemerke im Augenwinkel ein flackerndes Licht, welches aus der Filiale zu kommen scheint. Dort, links von mir, muss der Eigentümer einen Fleck übersehen haben und tatsächlich, ein schwaches Leuchten dringt aus einer nicht vom Papier bedeckten Stelle hinaus auf den Gehweg. Ich muss leicht in die Knie gehen, um hindurchzuspähen und ich erkenne rein gar nichts. Immer wieder taucht das Licht kurz auf, doch scheint es nur den unmittelbaren Bereich um sich herum zu beleuchten. Aber da ist auch dieses leise Surren, was auch mit zu flackern, mit zu vibrieren scheint, wie eine Neonröhre, nur lauter. Nachdem ich mich kurz abgewandt habe, lehne ich mich nun wieder vor und gehe ganz nah heran an das Loch im Zeitungspapier. Da flackert es und vorbei. Und wieder. Immer einhergehend mit diesem Gesumme. Oder ist es... Ist das nicht dieses hohe Piepsen? Während ich noch mit der Nase gegen das Glas lehne, versuche ich, mich auf das Gehörte zu konzentrieren. Ja, es könnte auch dieses komische Piepsen sein. Oder bilde ich mir das alles nur... Während ich das Gefühl habe, meine Trommelfelle würden zerspringen und mein Herz jeglichen Dienst quittieren, schrecke ich panisch 3 Schritte zurück, halte mich noch im letzten Moment an einem Gehwegspfosten fest und starre auf zittrigen Beinen schwankend in die tiefstehende Mittagssonne. Augenblicklich halte ich mir die Hand schützend vor das Gesicht. Was zur Hölle?
Vor weniger als 5 Sekunden war der Nachthimmel dunkler als Roberts ungenießbarer, selbst aufgebrühter Kaffee. Das kann doch gar nicht sein. Außer ich bin irgendwie eingepennt, weil ich so verflucht erschöpft war. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die mir erlaubt, nicht an meinem Verstand zu zweifeln. Ein kurzer Blick hinter mich bestätigt mir, dass zumindest die Schließung der Burgerkettenfiliale nicht Teil eines Traums war, sondern bittere Realität. Mit einem unguten Gefühl in der Magengegend greife ich nach meinem Handy, um die Uhrzeit zu checken. 2.42 Uhr. Verfluchte Scheiße, wie kann... Dann fällt mein Blick auf das Datum unter der Uhrzeit und zeigt mir ein Datum von vor 2 Monaten an. Okay, dann stimmt halt einfach etwas mit dem Handy nicht. Oder dem Netz. Verwirrt und irgendwie abwesend mache ich mich auf den Weg zurück, ohne Latte Macchiato. Auf der Hälfte der Strecke plärrt mir plötzlich Beethovens 5. aus meinem Handy entgegen. Robert ruft an. Ich drücke ihn weg, da ich in 5 Minuten zu Hause sein werde. Keine 5 Minuten später biege ich in unsere Straße ein und blicke wie schon vorhin zu der alten Trimborn hoch. Mit dem gleichen Ergebnis. Nichts zu sehen. Immer noch in Gedanken versunken, überquere ich die Straße, als wieder mein Handy klingelt. Diesmal ist es Steffi. Auch sie drücke ich weg, bin ja nicht mal 1 Minute zurück in der WG. Als die Haustür hinter mir ins Schloss fällt, möchte ich mir noch schnell ein paar Worte zurechtlegen. Sorry Leute, ihr habt recht, irgendwas stimmt mit diesem Loch ganz und gar nicht. Wir dürfen aber nicht vorher schon die Flinte ins Korn werfen. Wir müssen herausfinden, was es mit dem Loch auf sich hat und machen daraus eine ganz große Sache. Irgendwie sowas. Doch glaube ich, den Verstand zu verlieren, als ich die Schwelle zu unserer Wohnung betrete. Sie ist leer. Komplett. Besenrein, wie man so schön sagt. Nicht nur die Diele. Ich blicke ungläubig durch die offenstehenden Türen, welche vom Flur ab in die Zimmer führen. Nichts. In meine anfängliche Verwirrung mischt sich eine gute Portion Wut. Wollen die beiden mich jetzt verarschen? Ich gehe auf direktem Weg in mein Zimmer. Komplett leer. Vor Wut schlage ich die Tür zu und stapfe von Raum zu Raum. Allesamt geräumt, als hätten wir nie hier gewohnt. Selbst im beschissenen Badezimmer strahlt mir nur noch ein mintgrüner Fliesenspiegel samt Loch entgegen. Alles mitnehmen und nach mir die Sinnflut, ja? Und jetzt soll ich mich um dieses... Ist das verdammte Loch in der Wand noch größer geworden? Was haben die hier veranstaltet? Ein paar Minuten lang lehne ich einfach gegen den Türrahmen zu meinem Zimmer und atme tief durch. Ich muss nachdenken. Bevor ich heute Nacht die Wohnung verlassen hatte, was für mich keine 20 Minuten her ist, haben mich der Streit mit Robert und dieses seltsame Loch wachgehalten. Und schon das hat sich unglaublich beschissen angefühlt. Dann stehe ich vor dieser verfallenen Filiale, die noch letzte Woche auf war, da bin ich mir sicher. Dann ist es auf einmal taghell, warum auch immer. Und nun stehe ich in meiner komplett verlassenen und entrümpelten Wohnung. Niemand mehr da. Mir fällt das Atmen schwer, als hätten sich eisige Klauen um meinen Hals geschlossen. Meine Knie weich wie Hüttenkäse. Die Sorgen meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen zu können, treiben mir die Tränen in die Augen. Es ist doch unmöglich, dass... Wieder mein verdammtes Handy. Reflexartig nehme ich den Anruf an. Das ist... Na warte. Sag mal, wollt ihr beide mich auf den Arm nehmen? Hä? Was ist mit unserer verdammten Wohnung? Du musst von hier verschwinden. Halt dich von allen fern. Wir treffen uns im Wald am Strommast, wo ihr früher immer rumgehangen habt. Was? Wer sind Sie? Was wollen Sie... Strommast. Jetzt. Beeil dich. Aber... Na, aufgelegt. Für kurze Zeit stehe ich einfach so da. Ich bin sprachlos. Wer zum Teufel war das? Klischeehaft zwicke ich mir in den Arm, um zu checken, ob ich schlafe. Es schmerzt zumindest. Ein paar Minuten lang verliere ich mich in Gedanken. Doch so sehr ich mir das ganze Geschehene logisch erklären möchte, ich scheitere. Ein weiteres Mal vergewissere ich mich, doch egal wie oft ich auf das Display meines Handys schaue, der Anruf kam von Roberts Nummer. Ich wähle die Rückruftaste.
Es klingelt. Ungeduldig klemme ich das Handy zwischen Schulter und Schläfe, während ich die Wohnungstür wie in Routine hinter mir abschließe. Ich will schon auflegen, will bereits Steffis Nummer wählen, als plötzlich Roberts Stimme unverhofft am anderen Ende ertönt. Marius, du musst hier weg. Geh nicht zum Loch, zum Strommast. Realität. Robert, was ist mit unserer Wohnung passiert? Wo bist du? Marius, du musst hier weg. Geh nicht zum Loch, zum Strommast. Was soll das? Willst du mich verarschen? Mann, Alter, was ist mit unserer Scheißbude passiert? Marius, du musst Alter, weg. Verarsch dich selbst. Zum Loch. Wütend lege ich auf, stopfe das Handy in meine Hosentasche und verpasse unserer Wohnungstür einen deftigen Tritt. Augenblicke später stapfe ich wie mechanisch Stufe für Stufe das Treppenhaus hinab. War es wirklich so schlimm, was ich gestern Abend zu Robert gesagt habe? Muss man eine Wohnung leer räumen, mir all mein Hab und Gut stehlen und mich dann auch noch am Telefon verarschen? Wie sehr man sich in Leuten täuschen kann. Plötzlich ein Kratzen, ein Schaben, welches durch das leere Treppenhaus hallt und mich aus meiner Gedankenwelt reißt. Ich bleibe wie angewurzelt stehen und lausche in die Stille. Was ist das? War es schon die ganze Zeit da? Ich stutze, kann das Geräusch kaum zuordnen. Es klingt wie... Nein, klingt irgendwie, als würde man ein Steak über einen Kiesweg schleifen. Warum auch immer man so etwas tun sollte. In dem Moment, als mich mein eigener Vergleich ein wenig belustigt und mich kurz aus der anhaltenden Tristesse schlüpfen lässt, erblicke ich den Grund für jenen skurrilen Ton. Und während mich seit Minuten ständig das Gefühl beschleicht, ich würde den Verstand verlieren, so offenbart sich nun vor mir eine Abscheulichkeit, die mir endgültige Gewissheit verleiht. Vor mir an die Wand gelehnt wankt die alte Trimborn wie in Trance vom linken aufs rechte Bein hin und her. Mit dem Rücken zu mir gewandt steht sie dort und lässt ihren Kopf oder das, was davon übrig ist, schlaff und verdreht nach hinten baumeln, sodass sich unsere Blicke treffen. Ich kann mich vor Schock kaum noch auf den Beinen halten, kann nur dort stehen, zittrig wie angewurzelt, während sie so völlig widernatürlich hin und her schwankt und ihr bereits aufgerissenes Gesicht an der rau verputzten Wand reibt, regelrecht abschabt. Mit trüben, blutunterlaufenen Augen glotzt sie mich an. Die andere Gesichtshälfte hängt als klebrige Masse an der Wand und tropft allmählich hinab auf den kaltweiß gefliesten Fußboden. Ein unnormal lautes Knacken ertönt und lässt meinen tauben Körper zusammenzucken. Stammte es von ihrem Kiefer? Die Trimborn reißt ihren Mund auf. Stockend, wie im Flackern eines Stroboskops, öffnet sich ihr Schlund, während sich die Haut auf der noch intakten Seite ihres Schädels spannt, aufzuplatzen beginnt, als wäre sie aus porösem Papier. Plötzlich entweichen völlig surreale Töne ihrer Kehle. Mit wedelnden Armen beginnt sie rückwärts auf mich zuzutorkeln. Schneller und schneller setzt sie einen Fuß mit der Ferse voran vor den anderen. Verfluchte Scheiße, wie kann man mit einem halben Kopf, völlig verdrehten Gliedern und dann auch noch rückwärts so verflucht schnell sein? Ein Kribbeln durchströmt meinen Körper. Instinkte, die nur ums Überleben schreien, übernehmen die Kontrolle und kurz bevor der untote Leib der alten Dame mich erreicht, haste ich einen Schritt zur Seite, stürme zur Haustür und verschwinde hinaus. Es ist dunkel. Meine Gedanken überschlagen sich. Wie kann es erneut Nacht sein, dass... Doch höre ich bereits das erneut anschwellende, wütende Gurgeln der Trimborn, welches dumpf und bedrohlich an den Hausfassaden widerhallt. Reflexartig will ich rechts herum, als mir der Satz des Fremden durch die Synapsen schießt. Wir treffen uns im Wald am Strommast, wo ihr früher immer rumgehangen habt. Also links herum. Ist es denn wirklich klug, dieser fremden Person zu vertrauen? Naja, ob klug oder nicht, Hauptsache ich komme weg von dieser abnormalen, blutigen Horrorgestalt. Keine 10 Meter von der Haustür entfernt blicke ich mich im Laufen um und sehe die verdrehte Trimborn herausspringen. Sie nimmt die Verfolgung auf. Das dunkle Blätterdach der Kastanienallee spannt sich wie ein dichtes Spinnennetz über mir.
Nur das gedimmt schwache Licht der Straßenlaternen erhellt das Kopfsteinpflaster. Wie zur Hölle kann das sein? Wie kann es wieder Nacht sein? Ich war 5, vielleicht 10 Minuten in der Wohnung. Es war Mittag. War es Mittag? Ja, doch. Es kann einfach nicht. Nein. Noch während ich versuche, das Chaos in meinem Kopf zu sortieren, überquere ich die kleine, von alten Fachwerkhäusern gesäumte Straße und biege in eine kleine Gasse ein. Hermannsweg. Mein Puls schlägt wild in meinem Hals, pocht laut in meinen Ohren. Wo sind nur alle hin? Kein Licht brennt hinter den Fenstern. Keine Menschenseele außer mir. Ich blicke nach hinten. Niemand mehr da? Ich renne weiter, lasse den Hermannsweg hinter mir, überquere die nächste Straße und steuere auf einen kleinen Grünweg zu. Wieder ein Schulterblick und da ist sie wieder. Dieses halbgesichtige, völlig verrenkte Etwas schlurft in einer unerwarteten Geschwindigkeit hinter mir her. Holt sie auf? Aus dem kleinen Grünweg raus laufe ich an der kleinen No-Name-Tankstelle vorbei. Sie liegt leer und verlassen da, der ganze verfluchte Rest dieser Stadt. Kurz hinter der Tankstelle beginnen ein grenzenloses Mais- und Rapsfeld, bloß getrennt durch eine gähnend leere Bundesstraße, welche wie von Moses geteilt pfeilgerade hindurchführt. Ohne mich bewusst zu entscheiden, tauche ich schon ein in das nächtlich dunkle Maisfeld, dessen Blätterwerk mich um mehrere Armlängen überragt. 2, 3 Minuten presche ich im Höchsttempo durch den störrischen Pflanzendschungel, ohne auch nur das kleinste bisschen zu sehen. Mal stolpere ich um Haaresbreite, mal peitscht mir eines der unzähligen Blätter gleich greifende Arme ins Gesicht. Jeden Moment, nicht mehr lange, dann donnern mir die Lungenflügel aus der Brust. Schulterblick, Schwärze. Ich versuche durch meinen orchesterlauten Atem verdächtige Geräusche zu hören. Nichts. Glaube ich. Ich werde langsamer. Jeder Quadratzentimeter meines Körpers ist randvoll mit Adrenalin gefüllt. Ein paar Minuten, in denen ich mich nur noch langsam vorantaste, vergehen und noch immer brennt jeder Atemzug wie reiner Alkohol in einer Schnittwunde. Auf tauben Beinen stochere ich immer weiter durch die absolute Schwärze. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Zumindest höre ich hinter mir nichts. Keine raschelnden Maispflanzen. Kein Gurgeln, kein humpelndes Stapfen. Stille. Ich elender Vollidiot, ich hab doch ein Handy. Ich nestle es aus meiner Hosentasche und schalte die Lampenfunktion ein. Doch die Hoffnung, ein wenig Licht könne mir weiterhelfen, entpuppt sich stehenden Fußes als Irrglaube. Egal in welche Richtung ich die integrierte Taschenlampe schwenke, der Lichtkegel erhält kaum einen Radius von 1 Meter. Selbst als ich die Lampe über mich schwenke, erblicke ich bloß tiefe Schwärze statt eines Nachthimmels. Erneut wähle ich Roberts Handynummer, während ich mich weiter geradeaus vorantaste. Ein Funkloch. Und was für eins. Kein einziger Balken. Kein Internet, kein Notruf. Einige Minuten blinden Stolperns vergehen, als ich durch das dichte Blätterdach ein entferntes, warmes Licht wahrnehme. Vielleicht der laternengesäumte Weg, der in den Wald mit besagtem Strommast führt? Oder Autoscheinwerfer? Eigentlich ist es mir völlig egal, was es ist, solange es nicht die Trimborn mit einem Flammenwerfer in der Hand ist. Unsicheren Schrittes taste ich mich voran gen Licht. Ich trete hinaus in einen weitläufigen Bereich, welcher nach wie vor von den riesigen Maisstauden umgeben ist und das freie Areal regelrecht einzuzäunen scheint. Das Licht, das mich hierher geführt hat, scheint verschwunden. Ich bin allein. Nur ich und der schwache Lichtschein meiner Lampe. Ich laufe das freie Areal entlang. Unter mir gleichmäßig plattgewalzte und vertrocknete Maispflanzen. Ich horche und habe das Gefühl, ein leises Brabbeln zu hören. Doch aus welcher Richtung kommt es? Vor mir? Nein, sicher nicht. Irritiert drehe ich langsam meinen Kopf nach links. Ich bin gar nicht da. Lausche. Nein, auch von hier kommt es nicht. Rechts? Ich halte ein paar Sekunden den Atem an. Nichts. Mit rumorenden Magen und das Schlimmste befürchtend drehe ich mich zaghaft um. Ich glaube, das Gebrabbel wird lauter.
Und auch hinter mir bloß Stille. Ich atme erleichtert durch. Sicherheit. Endlich. Dem Schock fürs Erste entronnen drehe ich mich. Ich bin gar nicht da. Fuck, Robert. Woher kommst du? Grab nicht weiter. Was? Flüchte. Was? Du darfst nicht weiter graben. Du musst einen Ausweg finden. Robert, Marius, geh zum Mast. Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht. Was der ganze Scheiß hier soll. Robert, ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Robert dreht sich um. Verharrt. Läuft ein paar Schritte. Verharrt wieder. Wirft den Kopf von einem brechenden Geräusch begleitet unnatürlich weit in den Nacken. Meine Beine verweigern ihren Dienst. Ich falle. Ein dumpfer Schmerz durchfährt meine Wirbelsäule. Das Handy. Panisch taste ich den knorrig harten Feldboden ab, meinen Blick nicht von Robert lassend. Er starrt vor sich hin, glotzt nur. Ein Rascheln hinter mir. Nach endlosen Sekunden bekommen meine kaltfeuchten Hände das Smartphone zu greifen. Ohne zu zögern richte ich dessen schwache LED in Richtung der Maisgräser, welche wie in einem heranbrausenden Wind zu schwanken beginnen. Als wäre Robert nicht schon genug, kraucht die halbgesichtige Trimborn 20 Meter seitlich von mir aus den zahllosen Stauden hervor. Ich rappel mich auf. Wo ist Robert? Blick nach hinten. Die Alte hat unterdessen bereits 5 Meter gut gemacht. Ich will mich gerade in Bewegung setzen, als... Verschwinde! Zum Mast! Ich weiche den fast in mich hineinfallenden Robert aus und verschwinde wenige Sekunden später wieder hinein in den tiefschwarzen Maisdschungel. Hinter mir die monströs wirkenden Laute der gequälten Trimborn. Oder ist es Robert? Oder sind sie es beide? Sind sie eins? Egal. Weiter. Alle paar Meter habe ich das Gefühl, auf dem unebenen Grund das Gleichgewicht zu verlieren. Doch die Angst fängt und treibt mich. Ich renne weiter. Weiter. Immer weiter. Und halte erst an, als ich endgültig aus dem Maisfeld heraustrete und auf den warm weiß beleuchteten staubigen Kiesweg trete, welcher geradewegs hineinführt in jenen Wald. Den Wald, welchen ich laut der Stimme am Telefon betreten sollte. Ich hechle wie ein Hund vor Erschöpfung und bete dort auf Hilfe zu stoßen. Als wäre es längst ein verinnerlichter Reflex, versuche ich wieder meiner Umgebung zu lauschen. Totenstille. Nur mein rauschender Puls durchdringt die Nachtruhe. Mal wieder scheint es, als hätte ich meine Verfolger abgehängt. Doch für wie lange? Schließlich schaffe ich es, mich ein wenig zu beruhigen. Die Erinnerungen, die dieses Waldstück in mir auslöst, helfen mir dabei. Als ich klein war, sind wir hier beinahe täglich durch den Wald geflitzt, haben uns die wildesten Abenteuer ausgedacht, ganze Filme nachgespielt und Tipis aus dem Geäst gebaut. Auch mein erstes Bier habe ich hier getrunken. Und auch das erste Mal vom Alkohol gereiert, denn als Jugendliche sind wir beinahe jedes Wochenende die kleine Senke, in der auch der Strommast steht, heruntergeschlichen, um unentdeckt Mischbier zu trinken und sich erwachsen zu fühlen. Aufmerksam horchend setze ich mich wieder in Bewegung, jeden Schritt das Schlimmste befürchtend. Keine 2 Minuten später tauche ich in den tief im Schatten liegenden Wald ein. Die Laternen, die den Kiesweg begleiten, bilden kleine Lichtinseln, die mir ein kurzes Gefühl von Sicherheit vorgaukeln. Die Taschenlampe meines Handys überbrückt die bedrohlich dunklen Flecken zwischen ihnen, den Blick immer nach links und rechts schwenkend. Rechts knorrige, in sich verdrehte Äste, welche wie Korkenzieher bis über den Waldweg ragen. Links eine größtenteils aus Tannen bestehende pechschwarze Wand. Kaum Geräusche. Nur mein Atem und meine ungelenken, durchs Dunkel stapfenden Schritte. Ich muss ungefähr die Hälfte des Weges zurückgelegt haben, als die Laternen wie auf einen stummen Befehl hin erst zu flackern beginnen und dann unvermittelt erlischen. Das Handy samt Lampen-App so nutzlos in meiner Hand wie eine Kerze unter Wasser. Was soll ich denn jetzt nur machen? Umkehren oder mich irgendwie bis zum Strommast vortasten?
während ich völlig in meiner Existenz erstarre. Vibriert dieses scheiß Handy und fällt mir aus den tauben Händen. Ich bücke mich, taste danach. Ah, da ist es. Ich drehe es um und schaue aufs Display. Steffi ruft an. Steffi? Steffi, bist du das? Du hast es fast geschafft. Beeil dich. Sie dürfen dich nicht kriegen. Meinen Sie die Trimborn? Fuck, scheiße, wer sind Sie eigentlich? Nicht wichtig. Schau nach vorne. Licht zum Licht. Was? Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Tatsächlich, ein paar hundert Meter vor mir sehe ich ein schwaches Glimmen. Ohne großartig meine Optionen abzuwägen, setze ich mich in Bewegung, stets in Richtung Lichtquelle. Zeit und Raum verschmelzen, wenn dich die Panik treibt, wenn du ein Ziel vor Augen und den Tod im Nacken hast. 5, 10, 20 Minuten, es hätten auch Tage vergangen sein können, als ich schließlich an der Senke, die zum Strommast führt, ankomme. Das Licht strahlt genau aus der Senke heraus. Ich zwänge mich hindurch durch das widerspenstige Unterholz immer weiter, weiter abwärts, weiter voran. Mit weit ausholenden Armbewegungen kämpfe ich mich durch dichtes Geäst wie ein Schwimmer durch die tosende See. Ja, das Licht muss irgendwo beim Strommast seinen Ursprung haben. Aber ich sehe keine Laterne, keinen Scheinwerfer, kein Feuer, nur dieses Leuchten und da ist noch etwas. Ist es diese Stimme? Oder, ja, ich bin mir ganz sicher, der Typ muss hier irgendwo sein. Hallo! Ich höre Sie ja! Wo sind Sie? Was meinen Sie damit? Was für ein Loch? Hier ist kein Loch! Am Strommast angekommen, schaue ich nach unten. Kann das sein? Kommt die Stimme aus dem Boden? Zögerlich gehe ich auf die Knie und die Stimme wird lauter. Ich lege mein rechtes Ohr auf den Waldboden und erschaudere. Ja, die Stimme kommt aus dem Boden, verfluchte Scheiße. Ich hol sie da raus, rufe ich und beginne mit beiden Händen wie ein Wahnsinniger zu graben. Halten Sie durch! Ich wühle mich durch den weichen Waldboden. Mit jeder Handvoll Erde habe ich das Gefühl, die Stimme gewänne an Lautstärke, würde deutlicher werden, klarer. So wie auch jenes Licht, dessen Glimmen zu strahlen beginnt und die Umgebung in ein sattes Grün taucht. Schlagartig ein Knacken hinter mir. Als ginge ein Blitz durch meinen Körper, drehe ich mich um. Die Trimborn, keine 20 Meter von mir entfernt. Doch nein, sie, wie kann das sein? Kein Blut in ihrem Gesicht, kein verdrehtes Rückgrat. Bloß eine liebe, unschuldige, schrullige Omi, so wie wir sie kennengelernt haben. Lächelnd kommt sie auf mich zu. Die Stimme unter mir wird immer hektischer, panischer. Ich beginne erneut zu graben. Schneller. Splitternde Wurzeln bohren sich in mein Nagelbett. Ich schreie und grabe, schaufle, weiter, immer weiter. Ein erneuter Blick nach hinten. 15 Meter. Schneller. Scheiße, komm schon, Marius, hör nicht auf. Weiter. Blut vermischt sich mit modrigem Waldboden. Weiter. 10 Meter. Piss dich, Trimborn! Fuck! Gleich bin ich da! Gleich! Warten Sie! Ist das? Das ist Marius! Hey, Marius! Oh Gott sei Dank, wir haben dich schon überall gesucht. Was? Marius, was machst du da? Marius, du machst mir Angst. Scheiße, was? Marius, was ist hier los? Was mache ich hier? Wo ist die Stimme? Was ist mit seinen Augen, Robert? Seine Augen! Es leuchtet. Ich habe euch so ewig nicht mehr gesehen, Robert. Bleibt hier. Hört hin.
Seht ihr es leuchten? Es braucht mich. Marius, komm mit uns nach Hause. Bitte. Was passiert hier? Lauf! Er kommt! Marius, lauf! Er ist hier. Ja, bitte? Hey, Marius, na? Schon aufgeregt? Hey, ja, ich kann es kaum erwarten, hier rauszukommen. Hi. Hi. Wow, das nenne ich Herzlichkeit. Hat die Schwester euch doch noch durchgelassen? Das war auch nicht einfach. Ganz schön streng hier. Die haben dich also tatsächlich in Quarantäne gesteckt? Und kam etwas dabei raus? Na, nicht wirklich. Reine Vorsichtsmaßnahme. Und wie geht's deinem Bein? Kann wieder laufen. Die Explosion hat dich ganz schön herumgewirbelt, was? Da kannst du von Glück sagen, dass es nur dein Bein erwischt hat. Ah, diesen Satz höre ich gefühlt 50 Mal am Tag. Und es war auch nur angebrochen, also alles halb so schlimm. Also, hast du deine 7 Sachen schon gepackt? Nicht ganz. Dort vorne liegt noch mein Skript. Skript? Na, nichts Großes. Nur ein paar Ideen für... Du willst einen neuen Podcast starten? Naja, vielleicht. Ich denk drüber nach. Es ist scheiße langweilig hier drin und... Schon okay. Na. Jungs, jetzt reicht's aber. Ihr benehmt euch wie im Kindergarten. Jetzt gibt Marius das Sandförmchen zurück und schüttelt euch die Hände. Hä? Ach, ehrlich jetzt. Ihr hattet beide Recht und Unrecht. Robert, ja, wir hätten uns von dem Loch fernhalten sollen. Dann wäre uns der ganze Blödsinn erspart geblieben. Und Marius? Es war nichts Übernatürliches, sondern nur eine undichte Gaspipeline. Die einzigen, denen man etwas vorwerfen kann, sind die beiden Polizisten, welche ihr gerufen hattet. Ein Gasleck. Zwar kein Neon, aber gut getippt, Robert. Darauf hätten wir alle kommen können. Ich weiß nicht. Fang jetzt nicht schon wieder damit an. Ich will nur sagen, dass es so seltsam wirkte. Ich habe es der Polizei schon ein Dutzend Mal gesagt. Ich weiß nicht, wie ich zum Schrebergarten gekommen bin. Ich war in diesem Wald. Es war alles so fremd. Gas, ich habe, Marius. Du hast halluziniert, so wie wir alle. Nein, ich meine ja... Irgendwie, mir fehlen ein paar Minuten oder Stunden. Aber ich bin mir so sicher, im Wald gewesen zu sein. Ich habe die feuchte Erde doch gespürt und das Moos, das nasse Laub. Es war so... Sei einfach ruhig, okay? Du bist fast draufgegangen wegen diesem Scheißding. Du warst wie besessen. Hast dich, mich, uns alle in Lebensgefahr gebracht. Alles, was ich wollte, nicht war... Nicht schon wieder. Schluss jetzt. Marius, du packst dein Skript ein, Robert, du nimmst seine Tasche und dann treffen wir uns vor der Tür. Aber... Nichts aber. Hört ihr euch eigentlich selbst zu? Hörst du dir gerade selbst zu, Mama? Raus jetzt mit dir, Honey. Sonst gibt's nichts zum Abendessen. Moment, er ist Honey. Hab ich's doch gesagt. Psst, raus. Danke, Steffi. Wofür? Dass du hier alles so zusammenhältst. Irgendwer muss euch doch vor der großen, bösen Welt beschützen. Brauchst du noch was? Nein, ich bin gleich fertig. Okay. Ich warte dann draußen bei Robert. Alles klar. Danke. Gerne. Robert? Hier hinten.
Freust du dich nicht, dass er wieder nach Hause kommt? Hm. Jetzt ehrlich, warum müsst ihr nur alles so kompliziert machen? Ihr hattet eine Meinungsverschiedenheit. Und das hat dazu geführt, dass Marius im Krankenhaus gelandet ist. Soll das heißen, es ist meine Schuld? Es ist niemandes Schuld. Wir waren einfach alle etwas geblendet von Reichweiten, Aberglaube und Insta-Fame. Die Explosion war tragisch. Aber wie schon gesagt, es hätte viel schlimmer enden können. Und das sollte uns bitte auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Habt ihr beim Garten eigentlich so etwas wie ein Widerrufsrecht? Keine Ahnung. Ich schaue nachher mal in den Vertrag. Können wir jetzt einfach wieder alle Freunde sein? Klar. Freunde? Wer sucht hier Freunde? Keine Ahnung. Ich kann dir jedenfalls keine. Au! Spinnst du? Hier, komm, Marius. Soll ich dir was abnehmen? Na, danke. Passt. Und wo geht's jetzt hin? Nach Hause? Können wir da noch beim Dönermann halten? Nicht zum McDoof. Du schwörst doch auf deren Latte-Macchiato. Nein, nicht dorthin. War das Essen hier so schrecklich? Schlimmer. Gut, machen wir. Hast du deine Jacke dabei? Es ist kalt geworden. Dein erster Döner nach Wochen. Der Himmel. Im Gegensatz zu ungetoastetem Weißbrot mit Aufstrich aus Plastiktübchen. Das glaub ich dir. Dann gibst du mir noch deinen Teller, Steffi. Dann stelle ich die Spülmaschine gleich an. Hier, danke. Was wird jetzt eigentlich aus dem Handwerker-Podcast? Ehrlich zu sein, das habe ich mich die letzten Tage auch schon gefragt. Und? Was und? Das will ich natürlich nicht ohne dich entscheiden. Schön. Ich habe unsere Hörer schon über Twitter informiert, dass sich alles etwas verzögern wird. Hast du denn etwas veröffentlicht? Du meinst, als wir dich im Garten gefunden haben? Generell meine ich. Also nur bis zum Telefonat von Herrn Kromberg. Kromberg? Na, der Bruder vom ehemaligen Schrebergartenbesitzer. Richtig. Kromberg, das sagt mir irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht von den Aufnahmen? Nein, es... Funktionieren die Aufnahmen denn? Tja, das ist der Punkt. Ich habe sie mir angehört und sie sind voll von Störsignalen. Ich weiß nicht, was man davon verwenden kann. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Und jetzt? Keine Ahnung, ich... Weiß doch... Ich weiß es nicht. Können wir nicht einfach wieder ein bisschen handwerken? Bitte. Kann ich nicht einfach erstmal meine Reisetasche auspacken, bevor du mich wieder vor die Werkbank spannst? Okay, okay. Aber im Ernst, Marius... Fehlt dir das nicht? Ein wenig rumwerkeln, blödes Zeug in die Kamera quatschen? Du hast sicher ein paar Storys aus dem Krankenhaus zu erzählen. Was denn? Mir ist es ein- bis zweimal am Tag, den Hintern von der Stationsschwester abgewischt zu bekommen. Ach, du weißt, was ich meine. Schon gut, ja. Es gab da ein paar lustige Storys. Aber keine Ahnung, ob ich gerade wieder vors Mikro will. Ha, gut, dass du es ansprichst. Hä? Wie wäre es, wenn du hinters Mikrofon gehst? Hä? Ich arbeite doch an diesem Animationsfilm. Und, naja, brauche jetzt ein paar Sounds. Hier, ich hab da eine Liste vorbereitet. Ein paar. Es sind doch nur zwei Seiten. Ja, aber randvoll. Ist das Schriftgröße 10? 8. Aber darum geht's doch nicht. Du kannst doch laufen, oder? Und hast nichts zu tun. Ich bin krankgeschrieben und bekomme immer noch Krankengeld. Sag ich doch. Und Robert kannst du auch mitnehmen. Hey, warum ich jetzt? Weil es euch guttun wird, mal wieder was zusammen zu machen. Und wenn ich nicht will? Du schuldest mir noch was. Ach ja? Ja,
Oder soll ich deiner Mutter sagen, was tatsächlich der Grund dafür war, warum du am Muttertag mit Migräne im Bett gelegen hast? Hey, das ist Erpressung und kein... Nenn es, wie du willst. Also was jetzt? Das ist kriminell. Ich hab kein Ja gehört. Oh, jetzt liegt das Handy weg. Ja, verdammt. Es heißt Ja, oh große Meisterin Steffi. Übertreib's nicht. Okay, okay. Hier ist der Handrekorder. Moment, ist das... Das ist mein Rekorder. Den habe ich schon überall gesucht. Tja, sehe es als unfreiwillige Leihgabe. Ihr schuldet mir noch 400 Euro für das Mikrofon von Rick. Schon vergessen? Das kannst du doch nicht... Ich kann ja Marios Mama mal anrufen und ihr sagen, wer für die Schnapsleiche an Muttertag verantwortlich war. Was? Du... Das kannst du... Steffi! Leg das Handy weg! Ist ja schon gut. Gib mir meinen Rekorder und dann ziehen wir los. Was? Jetzt gleich? Ich habe um 3 eine Verabredung. Ich bin dann in meinem Zimmer, wenn ihr die Liste fertig habt. Ja. Erpresserin. Das habe ich gehört. Weil's wahr ist. Mann, ey. Also los. Ich bin gerade aus dem Krankenhaus zurückgekommen. Und sind deine Beine gebrochen? Eines war gebrochen, ja. Tja, die Betonung liegt auf wahr. Und das auch nur so halb. Also, du musst nur mitkommen und mit den Kopfhörern abhören. Den Rest mache ich. Na gut. Du weißt doch ganz genau, dass eine volle Speicherkarte für sie kein Grund ist. Ich sehe uns morgen schon wieder durch die Stadt hetzen, mit einer noch größeren Liste und noch bescheuerteren Soundwünschen. Hier, hast du das gelesen? Hund beim Stuhlgang, das ist doch nicht ihr Ernst. Das macht ihr doch nur, um uns zu ärgern. Darum kümmern wir uns morgen. Es ist schon 3:15? Ich muss gleich los und ich muss noch duschen gehen. Ja, mach schon. Oh Gott, meine Beine tun weh. Nur noch auf die Couch. Ah, da seid ihr ja. Na, habt ihr alles Nein, haben wir nicht. Wie sollen wir denn bitte schön deine 5 Millionen Sounds auf eine 128 MB SD-Karte bekommen? Wo hast du überhaupt noch so eine Karte gefunden? Die ist auch von mir. Was? Der Streber hat sogar seine Initialien draufgeschrieben. Scheiße. Und wie viele habt ihr geschafft? Ja, circa 2/3. Uff, okay, gut. Damit kann ich schon mal loslegen. Ich sag dir aber gleich, auf deinen kackenden Köter kannst du lange warten. Das ist doch krank. Naja, okay. Dann werde ich wohl darauf verzichten müssen. Das hast du mit Absicht gemacht, oder? Nein, wirklich nicht. Steffi! Das glaub ich nicht. Das war nur ein Scherz, oder? Steffi! Fuck. Alles okay da drin? Robert? Ja, schon okay. Wir müssen uns unbedingt diesen Riss im Badezimmer vornehmen. Mir ist gerade der Handtuchhalter entgegengekommen. Das Ding hat sich zu einem richtigen Loch in der Wand gemausert. Noch ein paar Tage und es ist bis zum Nachbarn durchgebröselt.
Wenn Steffi das sieht, dann... Steffi. Es geht immer nur um sie. Warum müssen wir diese ganze Drecksarbeit immer erledigen? Naja, wann hast du das letzte Mal deine Wäsche selbst gewaschen? Das... Mann, darum geht's doch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich nicht gern noch mal was im Haushalt mache. Und das mache ich. Weiß ich doch. Aber durch die Gegend laufen und für sie irgendwelchen Krach aufnehmen... Zumindest hat sie nicht gesagt, dass wir morgen noch mal los müssen. Noch nicht gesagt. Das kann sie auch vergessen. Ich bin gerade erst aus dem Krankenhaus wiedergekommen, verdammt. Und Madame hat 2 gesunde Beine. Nimm dir ein Eis aus dem Gefrierschrank und chill. Sie ist wie ein kleines Kind. Wenn du dich nicht ärgerst, geht dir der Spaß daran verloren. Oh Gott, was kommt jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Robert, muss das sein? Was? Wie oft soll ich's noch sagen? Ihr wohnt hier nicht allein. Zieh dir gefälligst was an, wenn du aus dem Bad kommst. Ich hab ein Handtuch drüber. Zum Glück. Ist ja schon gut. Ich muss sowieso jetzt los. Nee. Hier geblieben. Ja, was denn jetzt? Habt ihr euch die Aufnahmen mal angehört? Klar, ich hatte die ganze Zeit die Kopfhörer zum Gegenchecken auf. Dann solltest du mal zum HNO gehen. Die Aufnahmen sind unbrauchbar. Welche? Na, alle. Wovon redest du? Kommt, hört es euch selbst an. Na dann, zeig mal her. Ich höre kein Störgeräusch. Bist du taub? Moment, ich spiel's nochmal ab, wenn das Auto vorbeifährt. Das Piepsen? Vielleicht dein Handy? Quatsch, stell dich nicht dumm. Du weißt selbst, wie das Störsignal eines Handys klingt. Eben. Und das hier ist anders. Das klingt wie... Alles gut, Marius? Ja, klar. Was ist los? Du bist ganz blass. Nichts, okay? Du schickst uns mitten in die Innenstadt zwischen Autos, Straßen, Bahn und Menschenmassen und erwarte störungsfreie Aufnahmen. Was geht denn jetzt mit dir ab? Ach, leck mich! Hey, Marius! Pack mich nicht an! Lass ihn. Vielleicht war ich doch etwas zu forsch zu ihm. Naja, er ist gerade erst aus dem Krankenhaus. Ja, gerade erst aus dem Krankenhaus wiedergekommen. Ich weiß, das wiederholt er schon den ganzen Tag. Na gut, ich brauche die Aufnahmen trotzdem und naja. Du willst, dass ich nochmal losgehe? Na, ich habe in 10 Minuten einen Livestream. Und ich eine Verabredung. Mit wem eigentlich? Geht dich nichts an? Dann sollten wir vielleicht Marios Mutter anrufen und sie um Hilfe bitten. Mach doch, ist ja nicht meine Mutter. Wie du willst. Ja, los. Ich tippe. Sehe ich. Es klingelt. Schön. Hallo, Frau Koppmann. Steffi hier. Oh Mann, ich habe da etwas, jetzt leg auf. Hallo? Die wird auch meine Mutter anrufen. Frau Koppmann? Steffi! Ich kann sie nicht... Hallo? Die Verbindung ist sehr schlecht. Hören Sie mich? Funkloch? Nein. Hör mal. Das kann doch nicht. Es ist derselbe Ton, oder nicht? Ich glaube schon. Gut, geh zu deiner Verabredung. Ich werde später nochmal losziehen und die Aufnahmen selbst machen. Na also, geht doch. Dann bis später. Ja, mach's gut. Ach, verdammt! Thank you.
kalt geworden. Oh, Scheiße. Robert, da bist du ja. Hast du auf mich gewartet? Nicht direkt. Hier. Was? Mein Rekorder? Bist du fertig? Schön wär's. Das Ding ist kaputt. Was? Weißt du, wie teuer so ein Teil ist? Na, dann sind wir ja quitt. Wegen dem Mikro? Klar, wegen dem Mikro. Dann werde ich ihm jetzt das Teil selbst bezahlen. Wenn er sich denn endlich mal melden würde. Es war aber auch Marios Schuld. Wir wollten zusammenlegen. Ah, was ist hier schon wieder los? Was ist meine Schuld? Sie hat meinen Rekorder geschrottet und will es jetzt von... Ich hab ihn nicht geschrottet. Das müsst ihr bereits erledigt haben. Jetzt bleib aber mal auf dem Teppich. Nichts da. Diese Störgeräusche, es wird immer lauter. Mittlerweile hört man nichts mehr von der Aufnahme. Ihr seid doch die Superhandwerker. Vielleicht kriegt ihr das Teil ja auch repariert. Die Geräusche? Was ist eigentlich mit dir los, Nanni? Seit wir die Aufnahme abgehört haben, benimmst es du dich wie... Es ist nichts, okay? So, es reicht. Ab in die Küche. Jetzt wird Tacheles geredet. Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Und niemand geht irgendwohin, bevor wir das nicht geklärt haben. Ich will aber ins Bett. Es war ein scheiß langer... Nichts da. Ab jetzt. Wir sind ein Haushalt. Und zudem Freunde. Da gibt's keine Geheimnisse. Also los. Muss das jetzt... Freunde, sagte ich. Also, was ist hier los? Nichts, wirklich. Marius, wir sind deine Freunde. Und wir merken, wenn mit dir was nicht stimmt. Außerdem will ich ins Bett. Robert! Oh, ja, ja. Im Ernst, Marius, wie lange kennen wir uns? Du kannst uns vertrauen. Ich weiß doch noch nicht mal, ob ich mir gerade selbst vertrauen kann, verdammt. Hey, alles gut. Komm schon. Wir stehen immer hinter dir. Also, dieses Geräusch, dieses Piepsen bei den Aufnahmen, ich kenne es. Echt? Woher? Das kann ich nicht genau sagen. Es war überall und doch irgendwie nur in meinem Kopf. Es tauchte auf wie aus dem Nichts. Dann flüchtete ich in Richtung Wald und... Welcher Wald? Am Mast, wo wir früher immer waren. Der große Strommast? Hm. Wann warst du denn dort? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Ihr habt mich im Garten vor dem Loch gefunden, richtig? Richtig. Genau. Bitte glaubt mir, ich mache euch nichts vor oder denkt mir irgendwas aus. Aber ich war nicht im Garten. Ich war beim Mast. Ich bin vor dieser Monster-Trimborn weggerannt. Das Piepsen kam einfach von überall. Es dröhnte in meinem Kopf, brannte sich ein, umgab mich. Gerade noch war es stockdunkel, als ich vor dem geschlossenen McDoof stand. Und im nächsten Moment war es taghell wie ein... Stopp. Nicht so schnell. Das ist etwas viel auf einmal. Bitte glaubt mir, ich mache euch nichts. Die Trimborn? Steffi, du weißt doch, im Treppenhaus... Die Trimborn. Ja, habt sie auch gesehen? Ja, sie hat Nein, uns... Nein, da war nichts. Es waren die Gase am Loch. Wir haben halluziniert. Das haben die Ärzte uns doch gesagt. Halluziniert? Und woher kenne ich dann dieses Piepsen? Dieses Geräusch, hä? Halluzinieren wir etwa gerade schon wieder? Oder immer noch? Jetzt bleibt mal ruhig. Dafür muss es eine Erklärung geben. Wir rufen morgen bei der Kabelgesellschaft an, ob denen Störungen im Umkreis vorliegen. Und wenn nicht? Dann können wir immer noch weitersehen. Sie hat recht, Marius. Einen Schritt nach dem anderen. Wir sollten langsam schlafen gehen. Es war ein anstrengender Tag. Wem sagst du das? Ich bin heute erst aus dem Krankenhaus zurückgekommen. Wissen wir. Na gut. Schlaft gut, Jungs. Schlaf gut. Ich leg mich auch hin. Mach das. Ich schau noch was fern. Alles klar. Mach dir keinen Kopf, ja? Wir kriegen das alles wieder auf die Kette. Sicher. Klar. Musik.
Ich muss träumen. Scheiße. Wo kommt das her? Was? Ja, das doch. Scheiße, Marius. Was machst du da? Warum hockst du auf dem Boden? Geh zurück und schlaf. Woher kommt das Piepsen? Marius, das kommt aus Steffis Zimmer, oder? Nicht öffnen! Warum? Nicht öffnen! Du hast sie doch nicht alle. Steffi? Alles gut? Alles okay. Es ist hier. Wer ist hier? Geschlafen. Es wird weggehen. Spinnst du? Geh schlafen! Du weißt noch mehr, oder? Nein! Marius! Nein! Was weißt du? Nichts! Ich bin gerannt. Ich weiß nicht, was es ist. Du hast doch keine Ahnung! Steffi! Ich komm jetzt rein, okay? Nein! Ich hab doch gesagt... Was ist hier los? Steffi? Was ist das? Steffi! Fuck! Was passiert hier? Steffi, was ist das? Was ist das für ein Ding um deinen Oberkörper? Das sieht aus wie Elektronik. Wie irgendeine Apparatur. Alles blinkt. Siehst du das auch? Dröhnt. Der Raum? Was ist hier los? Als würde sich der Raum wie in einem Strudel drehen. Alles wirkt so verzerrt. Die Wände bewegen sich. Sind wir auf Droge? Fuck, Steffi! Was ist? Sie greift nach mir! Was macht sie? Ich höre dich nicht! Was ist hier los? Sie schreit! Steffi! Siehst du das nicht? Klar sehe ich das! Aber ich kann sie nicht hören! Tu was! Fuck! Was denn? Ich bekomme das Ding nicht von ihr runter! Los, hilf mir! Da, die Schnallen! Sie sind zu fest! Ich krieg sie keinen Millimeter bewegt! Was? Das Metall ist an den Rändern glühend heiß! Sie schreit, Robert! Fuck! Sie schlägt um sich vor Schmerzen! Licht! Mach das Licht an! Nein! Nein, nein! Wo ist sie? Fuck, was ist hier los? Wo ist sie? Wo sind ihre Sachen? Ihre Sachen? Wo ist Steffi? Steffi? Steffi ist nicht mehr hier! Fuck, Steffi! Sie ist nicht hier, Marius! Das kann doch gar nicht sein. Hier war sie doch gerade noch. In ihrem Bett. Wo ist ihr Bett? Das Bett? Ihr ganzer scheiß Raum ist leergeräumt. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Werden wir verrückt? Fühlt es sich so an? Was fragst du mich? Ich zweifle doch schon seit Wochen an meiner Zurechnungsfähigkeit. Fuck! Und jetzt? Wir müssen Steffi finden. Und wo? Was weiß ich, vielleicht ist sie bei ihren Eltern. Spinnst du? Sie muss hier doch irgendwo sein. Du hast es doch auch gesehen. Die Gase, vielleicht sind es Nebenwirkungen. Vielleicht hat sie... Wie oft noch? Wir bilden uns das nicht ein. Ich habe mir den ganzen Scheiß-Trip durch den Wald auch nicht eingebildet. Was machst du da? Ich rufe ihre Eltern an. Für was? Um ihnen auch noch Sorgen zu machen? Was? Was guckst du so? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Hä? Hast du dich verwählt? Nein, ich habe sie in meiner Kontaktliste gespeichert. Vielleicht haben sie ihre Nummer gewechselt. Schwachsinn. Steffi hat erst vorgestern mit ihnen über mein Handy telefoniert, als ihr Akku leer war. Dann lass uns zur Polizei gehen. Die lachen uns doch nur wieder aus. Ach ja? Ja. Beim letzten Mal, als wir angerufen haben... haben die uns für bekloppt erklärt und nach Hause geschickt. Erinnerst du dich? Und kurze Zeit später ist der Garten in die Luft geflogen. Also, die müssen uns ernst nehmen. Gut. Hast recht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade auch nicht weiter. Das gibt's doch gar nicht. Ich zieh mir noch schnell was über und dann können wir los.
Scheiß Regen. Hallo? Hallo? Wir haben... Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Oh, fuck. Das ist einer der beiden. Moment. Aus dem Garten. Kenne ich euch nicht? Scheiße. Klar, ihr seid die beiden aus dem Schrebergarten, oder? Ja, der Garten, welcher in die Luft gegangen ist, nachdem wir sie um Hilfe gebeten haben. Bitte was? Wollt ihr mir jetzt etwa diesen... Nein, entschuldigen Sie. Alles in Ordnung. Wir sind wegen etwas anderem hier. Gut. Wie kann ich euch helfen? Unsere Mitbewohnerin ist verschwunden. Etwas genauer, bitte. Seit wann? Gerade eben. Seit gerade eben? Ja, sie war gerade noch da und plötzlich war sie einfach weg. Psst. Ah! Was denn? Moment, Moment. Einfach weg? In Luft aufgelöst? Eure Freundin ist sicher nur kurz... sorry, wir sind noch etwas aufgeregt. Was wir sagen wollten ist, sie ist gerade entführt worden. Was? Wieso sagt er das nicht gleich? Gut, also, wo? Vor unserer Haustür. Schönhauser Allee 43. Habt ihr den Täter erkennen können? Nein, es war zu dunkel. Gut, bitte versucht euch zu erinnern. Jede Information ist in so einem Fall hilfreich. Kleidung, Größe, Alter. Ich schicke euch gleich zu einer Kollegin. Ich brauche noch die Personendaten eurer Freundin. Name, Geburtsort, Geburtsdatum. Stefanie Kovacek. Geboren in Mannheim, oder? Hm. Und geboren am 18. 23. März 1992. Danke. Gut. Einen Moment bitte. Schönhauser Allee 43, sagtet ihr? Hm, genau. Hm. Nein. Nicht hier. Auch nicht. Kovacek. Ja. Richtig? Kovacek. K-R-O-W-A-C-Z-E-K. Aha. Klar. Ihr seid euch sicher, ja? Natürlich sind wir sicher. Wir werden doch wissen, wie unsere Mitbewohnerin heißt. Jetzt hört mal zu. Das im Garten war ja ganz witzig. Zu viel am Grillanzünder geschnuppert und dann mit der Flamme am Gasherd gezündelt, richtig? Bitte was? Ach komm, Typen wie euch kenne ich in- und auswendig. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Hä? Unsere Freundin ist... Sicher. Blöd, dass ich sowas in Sekunden überprüfen kann, oder? Es gibt keine Stefanie Kovacek im gesamten Bundesland. Die einzige Person mit diesem Nachnamen wohnt in Brandenburg und ist 74 Jahre alt. Lasst euch das nächste Mal was Besseres einfallen. Was? Das kann gar nicht... Ich empfehle euch, eure Junkie-Ärsche schnellstens hier rauszuschaffen, bevor ich selbst eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat und Amtsbehinderung aufgebe. Also raus hier. Wir suchen... Raus, hab ich gesagt! Komm. Das kann doch nicht... Entführung? Dein Ernst? Wieso denn Entführung? Ach so, weil in Luft auflösen samt Rauminhalt viel plausibler klingt. Oder wie? Scheiße! Und jetzt? Wir dürfen nicht aufgeben. Hab ich auch nicht vor. Aber... Hey, wohin willst du? Oh, jetzt warte. Wohin willst du? Da vorne ist eine Einkaufspassage. Es ist 3 Uhr nachts. Es regnet wie aus Eimern. Und es ist scheiße kalt. Was glaubst du, wie viele Menschen du da noch begegnen wirst? Och, Marius, jetzt warte. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht diese junge Frau irgendwo gesehen? Wen? Zeig mal her. Hier, circa 1,70 Meter groß, hat immer Kopfhörer auf. Nein, sorry. Marius, jetzt warte doch mal. Schauen Sie doch noch einmal genau hin. Um diese Uhrzeit würde einem doch... Nein, wirklich nicht. Und ich muss jetzt auch leider los. Sorry. Fuck. Marius, was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Du kannst doch jetzt nicht die ganze Nacht lang... Bringt euch in Sicherheit! Nein, bringt euch in Sicherheit! Wow. Sie kommen! Es ist so spät! Sie kommen! Ich dachte, diese Typen sind nur tagsüber anzutreffen. Die
Ihr macht scheinbar ein paar Überstunden. Oh Mann, hast du den gesehen? Was war das für ein Symbol auf seiner Stirn? Als hätte er sich irgendwie reingeritzt. Wahrscheinlich aber nur Farbe. Die Leute, unfassbar, oder? Marius? Entschuldigung. Entschuldigung. Och. Keine Angst, wir haben nur unsere Freundin verloren. Sie wird vermisst. Könnten Sie vielleicht... Ich muss meine Bahn bekommen. Was? Hier geht es um eine vermisste Person. Können Sie nicht... Und was habe ich damit zu tun? Ich habe meine eigenen Probleme. Ach, dann gehen Sie doch. Hoffentlich verpassen Sie Ihre... Marius! Was? Wir müssen uns was anderes überlegen. Das bringt doch nichts. Und was, wenn Sie hier vielleicht... Ist sie nicht. Woher willst du das wissen? Wir haben uns das nicht eingebildet. Sie... Hey, hey! Ganz ruhig, ihr beiden. Sucht ihr jemanden? Nein, schon gut. Ja, hier. Haben Sie diese Frau gesehen? Zeig mal, Jungchen. Nee, nie gesehen. Sag ich doch. Sie war hier nicht. Lass uns nach Hause gehen. Vielleicht ist sie ja wieder da. Habt ihr vielleicht einen Euro für mich? Es ist verdammt kalt und etwas zum Aufwärmen gibt's hier nicht für umsonst. Ja, Moment. Sicher. Hier. Danke, Jungchen. Warum gehen Sie nicht in die U-Bahn-Station? Dort ist es sicherlich wärmer als hier. Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Dort stimmt etwas nicht. Was meinen Sie damit? Ihr denkt doch sowieso, ich wäre nur ein Säufer. Hätte mir das Hirn weggesoffen, oder? Kann mir auch egal sein, was ihr von mir denkt. Ach, nein. Was meinen Sie? Was ist dort unten? Dort verschwinden Menschen. Verschwinden? Hab's mit eigenen Augen gesehen. Dort unten ist etwas. In einem Moment sind sie noch da und im nächsten Moment, puff, weg. Als ob sie nie existiert hätten. Genau. Und das mitten auf dem Bahnsteig? Spinnst du? Auf dem Bahnsteig werden Menschen wie ich sofort verscheucht. Nein, ich spreche von den Tunneln, den Gängen und Katakomben. Wie eine Mine bis hin zur Kanalisation unter der Stadt. Wir müssen dahin. In die Kanalisation? Ja, hast du eine bessere Idee? Wenn eure kleine Freundin tatsächlich... Puff, ihr wisst schon, dann wäre dies der erste Ort, an dem ich nach ihr suchen würde. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Hier haben Sie noch etwas. Immer gerne, Jungchen. Seid aber vorsichtig, ja? Du willst wirklich darunter? Ja. Okay. Vielleicht hast du recht. Morgen haben wir sicher... Nicht morgen. Wie? Du meinst jetzt? Alter, Steffi ist verschwunden. Machst du dir denn gar keine Sorgen? Natürlich mache ich mir Sorgen. Aber woher willst du wissen, dass sie dort unten ist? Weil wir keinen besseren Hinweis haben. Ein Hinweis von einem durchgeknallten Penner im Vollrausch ist für mich nicht unbedingt seriöser als gar kein Hinweis. Dann gehe ich halt allein. Warte. Fuck. Ist ja schon gut. Ich komme mit. Da vorne ist gleich die Elisenstraße. Um die Uhrzeit ist auch nicht mehr viel los. Wir sollten also unbemerkt in die Tunnel kommen. Die letzte Bahn sollte auch schon durch sein. Also müssen wir auch keinen unerwarteten Gegenverkehr befürchten. Gut. Wenigstens etwas. Hast du dein Handy dabei? Hab ich. Super, ich auch. Haben wir wenigstens etwas Licht? Ich war noch nie so spät in einer U-Bahn-Station. Nicht? Warum auch, wenn die nächste Bahn erst in 3 oder 4 Stunden wieder fährt? Noch nie die letzte Bahn verpasst? Nein, tatsächlich nicht. Na, ich schon 1000 Mal.
Und damit scheinst du nicht allein zu sein. Hä? Da, da vorne steht jemand. Wo? Gleich dort hinten am Tunneleingang. Instant Karma. Das ist die Frau von eben, die mich einfach so abgewimmelt hat. Na, jetzt haben Sie wohl genug Zeit, oder? Wie, pst. Wir suchen immer noch uns. Die hat sie doch nicht alle. Jetzt ist es weg. Was ist weg? Da war gerade etwas. Tatsächlich. Entschuldigen Sie, wir suchen unsere Freundin. Das hat dein charmanter Freund mir eben schon gesagt. Würden Sie sich bitte mal ein Foto von ihr ansehen? Vielleicht haben Sie sie ja gesehen. Na gut, zeig mal her. Viel Besseres habe ich heute ja eh nicht mehr vor. Da, das hier. Hier. Und? Nein, tut mir leid. War ja klar. Moment, darf ich es noch mal sehen? Klar, Moment. Hier, erkennen Sie sie? Nein, das nicht, aber der Schal auf dem Foto. Was ist damit? Schaut mal dort. Hä? Was denn? Da, gleich hinter der Absperrung. Das ist ihr Schal. Bist du dir sicher? Ziemlich. Warte. Hey, das ist gefährlich. Betreten verboten. Kannst du das Schild nicht lesen? Beruhigen Sie sich. Wie Sie selbst am besten wissen, kommt der nächste Zug erst in ein paar Stunden. Hier, siehst du? Es ist definitiv ihrer. Der Rotweinfleck hier an der Seite, der ging auf meine Kappe, als ich ihn mit einem Küchentuch verwechselt hatte. Stimmt. Okay, verdammt. Der Penner hatte recht. Hey, jetzt hör aber mal. Was? Nein, nein, nicht Sie. Der Mann oben an der Einkaufspassage. Ja, schon gut. Unverschämt. Ich hol mir ein Taxi. Nein, nein, wirklich. Ich... Ach, lass sie. Wir sind auf der richtigen Spur. Komm rüber. Bist du dir sicher? Ich meine, was ist mit den elektrischen Leitungen? So von wegen Starkstrom. Keine Sorge. Da, siehst du, es sind Oberleitungen. Solange du keine 4 Meter groß bist, musst du dir keine Sorgen machen. Gut, Moment. Dann los. Hast du dein Handylicht bereit? Na klar. Hier. Und es werde Licht. Scheiße, sieht das gruselig aus. Ach Quatsch, findest du? Ein dunkler, einsamer, muffiger Tunnel, dessen Ende nicht zu sehen ist? Häng einen Bohren und der Club of Gore-Poster auf und es sieht aus wie in deinem Zimmer. Spinner. Vorsicht. Oh. Glück gehabt. Das war knapp. Oh, riechst du das? Klar. Hast du das? Ach, nein. Hier, hier ist ein Luftzug. Es... Es ist eklig. Oh, es kommt von hier. Oh, eindeutig. Ein schmaler Gang. Das könnte einer der Zugänge sein, von dem der Alte draußen geredet hatte. Und du glaubst, sie ist da reingelaufen? Hast du was gefunden? Was ist das? Eine SD-Karte? 128 MB und hier steht RS. Fuck, das ist meine. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also dem Güllegeruch entgegen? Scheinbar. Gut. Dann los. Vorsicht, nicht die Wände berühren. Ich sehe es. Was ist das? So wie es riecht, sind wir nicht weit von der Kanalisation entfernt. Also, was denkst du? Du meinst, das ist... Ja, ich will es gar nicht herausfinden. Ich geh einfach weiter. Na toll. Und jetzt? Der Weg spaltet sich in...
Marius? Marius? Fuck, wo bist du? Er war doch gerade noch... Marius! Wo... Bleib mal ruhig. Puh. Ich dachte schon, du wärst verschwunden. Puff, wie der Obdachlose gesagt hatte. Nicht lustig. Mein Herz hat ein paar Schläge ausgesetzt. Mann. Also was jetzt? Links oder rechts lang? Keine Ahnung. Vielleicht eine Münze werfen oder so? Steffi ist verschwunden. Wer weiß, was gerade mit ihr passiert und du willst ihr Schicksal einer Münze überlassen? Hast du eine bessere Idee? So oder so, es ist eine 50-50-Chance. Außer... Oh nein. Außer wir trennen uns. Ich wusste, dass du das sagen wirst. So haben wir wieder eine 100%ige Chance. Außer der Weg zweigt sich nochmal ab. So oder so stehen unsere Chancen höher, wenn wir uns aufteilen, oder nicht? Oh, fuck. Ich wünschte, ich könnte dir widersprechen. Okay, okay. Moment, hast du hier Empfang? Seltsamerweise ja. Mach Discord auf, so können wir in Kontakt bleiben. Na, wenigstens etwas. Gut. Lieber rechts oder links? Nach dir. Dann gehe ich links lang. Gut. Dann los. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, sicher. Hallo? Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja, solange ich von dem Gestank nicht kotzen muss. Wem sagst du das? Gut. Lass uns Akku sparen, ja? Ich befürchte, dass die Taschenlampe ohnehin schon genug Batterie schluckt. In Ordnung. Meld dich, wenn was ist. Mach ich. Bis dann. Seufzend lasse ich das Handy zurück in meine Hosentasche gleiten. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, diese klaustrophobisch dunklen Katakomben alleine zu durchforsten. Stimmt es, dass sich das Straßennetz einer Großstadt unterirdisch in Form von stinkenden Abwasserrohren und Kanälen widerspiegelt? Wie viele Kilometer müssten wir absuchen? Wie hoch ist die Chance, hier eine vermisste Person zu finden? Die Nadel im Heuhaufen. Mein Atem geht schneller. Ich zwinge mich, die in mir aufkommenden Fragen zu verdrängen, konzentriere mich bloß auf meine Schritte, deren Echo in den sich endlos verzweigenden Schächten widerhallen. Eine Kakophonie des Unbekannten. Die vereinzelten alten Wolframglühbirnen, welche den Kanalmitarbeitern den Weg erhellen sollten, funktionieren immer seltener. Zittrig wische ich mir den kaltnassen Schweiß meiner Handflächen an meinem T-Shirt ab, bevor ich mein Smartphone erneut hervorhole. Wenige Sekunden später lässt das weiße Licht der Handyleuchte wilde Schatten an den Backsteinrundungen tanzen. Als würde ich durch ein Kaleidoskop schauen, drehen sie sich in den Windungen des Tunnels. Dieses wirre, zuckende Schattenspiel im Einklang mit dem durch meine Fußstapfen aufgewirbelten Gestank bringt mich zum Stocken. Mir wird schlecht. Immer wieder muss ich innehalten, die Augen schließen und durchatmen. Stets darauf bedacht, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Und weiter. Nach ein paar Minuten wird der weiche Schlick, welcher den gesamten Boden bedeckt, weniger und schließlich spüre ich wieder festen Boden unter meinen Sohlen. Eine Sorge weniger, schießt es mir durch den Kopf, als mir gleich einer Hiobsbotschaft dieser eindringliche Lärm entgegenplärrt. Wie ein hydraulisches Pfeifen. Ich brauche einen Moment, um mich von meiner Starre zu lösen und schleiche mich, so leise es meine nassen Sohlen erlauben, in Richtung des Pfeifens. Spinkse um die nächste Abbiegung. Ein U-Bahnhof? Tatsächlich. Vor mir, im schummrigen Licht vergilbter Neonröhren, erstreckt sich ein unterirdisches Gleis, samt Bahn, welche wie im Dornröschenschlaf seit einer halben Ewigkeit hier vor sich hinzudösen scheint. Das Geräusch verstummt. Was soll das? Eine Falle vielleicht? Oder ist es Steffi?
Vielleicht versucht sie, uns ein Zeichen zu geben. Ich laufe den Bahnsteig entlang, nach wie vor angespannt, damit rechnend jederzeit die Flucht einschlagen zu müssen. Das Licht meiner Taschenlampe, stets vor meinen nächsten Schritt zielend, enttarnt jahrzehntelangen Staub, Schutt und Rattenkot. Auch die mit Flugrost eingefärbten Gleise müssen seit einer halben Ewigkeit außer Betrieb stehen. Wie eine postapokalyptische Brachfläche. Schließlich wage ich mich an das Heck des hintersten Waggons, klettere sogar hinauf auf den verstaubten Bahnsteig, horche in die Stille. Keine Menschenseele weit und breit. Es dauert einige Augenblicke, bis ich der Situation vertraue. Doch ich bin alleine. Die Wände vollgeschmiert mit Graffiti und Kritzeleien vergangener Jahrzehnte. Der typisch rote Grund der Stationsbeschilderung ist bereits großflächig verblichen und lässt die weiße Aufschrift kaum mehr entziffern. Welcher Stadtteil wohl über mir liegen mag? Was? Fuck! Bloß eine Waggontür. Sie ist blockiert. Ein nasser Karton, aufgeweicht von der modrig-stickigen Luft, liegt demoliert zwischen Waggon und Bahnsteig und blockiert die Sensoren der Schiebetür. Im rhythmischen Klappern bewegen sie sich auf und zu. Auf und zu. Mit einem beherzten Tritt kicke ich die Box ins Wageninnere. Doch etwas Kleines, Flaches fällt klirrend aus ihr hinaus. Was ist das? Ich betrete den Waggon. Blicke wie aus Gewohnheit einmal links und rechts die Sitzreihen entlang, bevor ich in die Hocke gehe und eine handflächengroße Scherbe aufhebe. Sie kommt mir bekannt vor. Eine Fliese, dieses mintgrüne Muster, dasselbe wie in unserem Badezimmer. Mit einem Knall schlägt die Türe hinter mir zu. Ich stehe auf, betätige den Bitte-Halten-Knopf am Handlauf zu meiner Rechten, doch nichts rührt sich. Scheiße! Das gibt es doch nicht. Wie komme ich jetzt? Was? Woher? Aus wie irgendwas Okkultes. Du meinst wie etwas Rituelles? Was soll das? Das ist unser Podcast. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Hallo? Ich will hier raus! Ich will hier raus! Es ist dunkel. Stromausfall. Reflexartig greife ich in meine Hosentasche, im Begriff, mein Handy erneut als Sichthilfe herauszuholen. Doch es ist nicht da. Das gibt es doch nicht. Es muss doch irgendwo... Vergebens. Ich durchwühle jede meiner Taschen. Schlüssel, Portemonnaie, Kassenbons. Fuck, aber wo ist das Handy? Ich muss nachdenken. Ich hatte es noch, als ich auf den Bahnsteig gestiegen bin. Und... Vielleicht ist es mir herausgefallen, als ich mich nach dem Karton gebückt habe. Hastig gehe ich auf die Knie. Blind taste ich den Boden ab. Der Karton, die Scherbe, hier muss es doch irgendwo... Haltestangen, Sitzschalen, eine Schnur? Nein, ein Schnürsenkel, ein Schuh. Und ich erschrecke, als meine Finger das speckige Leder emportasten. Ein Bein. In Panik mache ich einen Satz zurück. Wie ein in die Ecke getriebenes Tier fuchtelt meine rechte Hand abwehrend vor meinem Körper, während die linke weiterhin den Boden absucht, in der Hoffnung, irgendwo das kühle Glas des Handy-Displays zu ertasten. Was wollen Sie? Lassen Sie mich! Ich höre das Klingeln meines Handys, spüre das Vibrieren. Es muss gleich neben mir. Da, ich habe es. Marius, hilf mir! Hier sind irgendwelche... Was? Marius? Du läufst das Ei los. Keine Frage. Wer ist da? Ich... Eins, okay. Zwei. Drei. Mit einem Mal springt das Licht wieder an. Als würden mir Stadionflutscheinwerfer entgegenstrahlen, halte ich meine Arme vor die geblendeten Augen und renne, damit rechnend jeden Moment auf Widerstand zu stoßen. Doch nichts blockiert meinen Weg. Keine Hände, die nach mir greifen, keine Körper, welche sich mir in den Weg stellen und auch keine verschlossene Bahnsteigtüre.
Ich sprinte und höre erstaunt das Echo meiner Schritte. Ich bin zurück auf dem Bahngleis. Panisch blicke ich über meine Schulter zurück zum Waggon. Nichts. Absolut niemand. Der Waggon, das Gleis, leer. Ich bin alleine. Instinktiv schaue ich erneut auf das Handy. Ausgeschaltet. Mein Gesicht spiegelt sich im schwarzen Glas des Displays. Was ist das auf meiner Stirn? Ich blute. Hastig entsperre ich den Bildschirm und aktiviere die Selfie-Kamera. Das Symbol. Es ist dasselbe Symbol wie von diesem Verrückten auf der Einkaufspassage. Sie kommen. Es ist zu spät. Schießen mir seine Worte durch den Sinn. Was wollen Sie? Wer sind... Robert? Alles okay? Marius? Bist du... Gott sei Dank. Was war das gerade? Hä? Wieso hast du aufgelegt? Das warst du? Du bist irgendwo hier? Hast du das Licht wieder angemacht? Du hast sie auch gesehen, oder? Ich bilde mir das nicht ein, oder? Wen gesehen? Nein, du hast irgendwas vor dich hingeplappert als... Ist auch egal. Du hast sie also nicht... Du hast doch gesagt... Wovon zum Teufel redest du? Ich weiß auch nicht. Wo bist du? Keine Ahnung, in irgendeinem Aufzug. Etwas stimmt hier unten nicht. Scheiße, Marius, ich wusste es. Es war eine Scheißidee, uns aufzuteilen. Ich gebe es ungern zu. Aber du hast recht. Aufzug, okay. Aufzug. Und wo bist du? Hier ist ein altes U-Bahn-Gleis. Ich denke ziemlich tief unten. Gut, ich meine ab und an unter Kanaldeckeln oder so etwas wie Wartungsschächten entlang gelaufen zu sein. Also eventuell nicht ganz so weit unterhalb der Stadt. Das hoffe ich zumindest. Lass es uns versuchen. Ich fahre jetzt runter und schicke dir meinen Standort. Komm dahin. Alles klar. Pass auf dich auf. Bis gleich. Okay. Jetzt, wo lang? Ich blicke in Richtung des Schachtes, aus welchem ich gekommen bin. Aufzug. Irgendwo muss doch ein Aufzug sein. Wie gerne würde ich einfach zurücklaufen, alles vergessen, die Stadt verlassen, wenn es sein müsste. Doch ich kann Marius nicht im Stich lassen. Und Steffi natürlich auch nicht. Fuck. Alles wirkt so surreal. Der gesamte Tag wirkt wie ein Traum. Doch das Brennen auf meiner Stirn samt Blut... Es erinnert mich schmerzhaft daran, dass ich nicht schlafe. Ich kann mich auch noch so oft kneifen. Ich werde nicht aufwachen. Am Ende des Bahnsteiges erblicke ich ein schmales Schild, auf welchem ein ebenso schmaler Pfeil hinaufweist. Ein Ausgang? Und tatsächlich, ein langer, mit Kacheln gesäumter Treppenaufgang erstreckt sich hinauf zu einer Art Zwischenetage, wie ich vermute. Ich betrete die ersten Stufen. Die Wände ringsum beschmiert mit Graffiti und Tagmarkern, deren alte Lackfarbe bereits abblättert. Mühselig setze ich einen Fuß vor den anderen, kehre hier und da die Stufen mit der Schuhsohle frei, welche Zentimeter hoch mit Staub, totem Getier und abbröckelndem Putz bedeckt sind. Ungläubig wandert mein Blick über den Unrat. Wie manche Dinger hier wohl gelandet sind. Eine alte Hornbrille, zerbrochen und verkratzt zwischen einem dahinmodernden Kinderwagen. Und mein Blick fällt auf einen Briefumschlag. L. Kolping kann ich die verlaufende Tinte auf dem Empfängeretikett entziffern. Im Kuvert selbst verbirgt sich nur weiterer Schutt. Na endlich. Marius' Standort. Er muss nur wenige Meter vor mir sein. Die Treppe hoch, geradeaus, leicht rechts. Gott sei Dank. Eilig sprinte ich die Stufen hoch. Wie vermutet, eine Zwischenetage, genauso heruntergekommen wie der Rest der Station. Ohne mich weiter umzuschauen, folge ich der Anzeige meines Handys, welches mich gleich einem Kompass durch weitere Flure, unterirdische Gassen und schließlich einem Aufzugsschacht führt. Das muss es sein. Laut der Standortanzeige muss er genau vor mir stehen. Scheiße, oder ist er doch noch über mir? Die Türen zur Aufzugskabine sind geöffnet. In ihr glimmt schwaches Licht.
Marius? Hallo? Gibt's hier vielleicht noch mehr Aufzüge? Ach, fuck. Dann halt. Wehe, du läufst jetzt hier irgendwo rum. Wir hatten doch gesagt, dass wir... Marius, wo bist du, Alter? Hallo? Ich stehe direkt hinter dir. Was? verarschst du mich? Wo Gott. Denn? Oh Gott, was? Was ist... Was? Was soll das? Marius! Hallo? Ist da jemand? Marius? Robert, was? War die Verbindung weg? Was war das? Ich verstehe mich. Wo bist du jetzt? Ich glaube, hier ist was irgend... Was ist hier los? Bleib ruhig, Marius. Wir müssen ruhig nur wieder... Ruhig bleiben? Du hast nicht gesehen, was... Was bleibt uns denn anderes übrig? Hier? Ich glaube, ich werde verrückt. Ich werde einfach verrückt. Wir müssen ruhig bleiben, Marius. Du hast recht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen einfach wieder zusammenfinden, okay? Wo bist du? Zurück im Aufzug. Was? Warum? Warum? Warum, Robert? Weil ich nicht sterben wollte. Schon gut, nicht schreien. Ich finde dich schon. Ich stand gerade an einem Aufzug, aber das scheint der falsche gewesen zu sein. Ich suche einfach. Ich suche einfach weiter. Wie bin ich? Fährst du wieder nach oben? Vielleicht bin ich ja auch zwei Stockwerke unter dir. Wer weiß, wie tief das hier nach unten geht. Marius? Das kann nicht sein. Marius! Es ist soweit, Robert. Ich bin wahnsinnig geworden. Es ist soweit. Es fühlt sich an wie... Wovon redest du? Wo bist du? Sag mir, wie deine Umgebung aussieht oder so. Keine Ahnung, vielleicht können wir... Ich bin in Steffis Zimmer. Du bist was? Marius, ich kann dich nicht richtig verstehen. Ich bin in ihrem Zimmer. In was für einem Zimmer? Ich bin in Steffis Zimmer, scheiße nochmal! Was? Wie? Bist du nach Hause gegangen? Nein! Ich bin aus dem Aufzug raus und hier steht ihr Bett, ihre Bücher, Kommode, Schreibtisch. Ich kann alles deutlich vor mir sehen und sogar berühren. Scheiße, selbst ihr Rechner ist doch an. Das kann nicht sein, Marius. Steffi! Marius, jetzt komm mal runter. Das kann nicht sein. Unsere Wohnung ist kilometerweit von hier entfernt. So weit kannst du in dieser Zeit nicht gelaufen sein. Und ein Aufzug in Steffis Zimmer? Steffi! Marius, hör mir doch... Ich bin doch nicht... Nein. Hier, Moment. Ich mach dir ein Foto. Bitte sag mir, dass ich spüre. Marius, jetzt hör mir doch mal zu. Du musst dir das nur einbilden. Vielleicht so, ist es wieder... Ist gesendet. Ein Gas. Fuck. Und? Du bist in Steffis Zimmer. Sag ich doch, scheiße nochmal. Aber... Was? Ist was passiert? Auf ihrem Rechner startet ein Video. Dann mach es aus, oder... Seine Stimme. Ich kenne sie. Du kennst sie? Sie hat mich gerettet. Sie hat mich zum Mast geführt. Das war er. Bist du dir sicher? Zu 100%. Sie hat mich so viele Nächte verfolgt. Die vergesse ich nicht mehr. Das ist sie. Ich traue dem Ganzen nicht. Es... Ich leg dich neben die Box. Marius! Und wird unser Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken. Dieses Video ist wohl mein Nachlass, ein Hoffnungsschimmer, dass meine Erkenntnisse nicht verloren gehen, falls etwas schief läuft. Also, um nicht weiter um den heißen Brei zu reden, wer in die Zeit reisen will, muss zunächst lernen, wie er Zeitpunkte findet. Diese Punkte sind wie Frequenzen eines Funksprechers, nur dass ich nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch den Ort suchen muss. Quasi ein dreidimensionaler Radioempfänger. Das Signal wird nicht auf einer XY-Achse gesucht. Es gibt auch noch eine Z-Achse, welche in die Tiefe des Raumes führt. Wie gesagt, dreidimensional.
Da. Das Loch. Hä? Es ist in der Hütte. Das ist die Schrebergartenhütte. Wie? Du meinst? Ja, die vielen Zettel, weißt du noch? Und meinst du, es ist der verschollene Vormieter? Vielleicht. Das ergibt doch... Psst! Vorsichtig. Es darf nichts daneben gehen. Gut. Der Schmelzpunkt gibt mir nun genau die Zeit vor, welche ich benötige, um... Ach, was quatsche ich eigentlich? Wenn jemand dieses Video findet, heißt es... Es heißt, dass ich es nicht geschafft habe. Aber vielleicht Stefanie. Steffi? Woher kennt er Steffi? Jedenfalls hat man die Überschneidung aller Achsen erstmal gefunden, greift die Einstein-Rosenbrücke und ich habe sie gefunden. Hier, ich kann sie mittels des Empfängers hören. Einen Moment. So. Eine Party am Mast, so wie früher. Nur wir drei. Was sagst du? Ja, das weiß ich nicht. Das... Das läuft bei ihm auf diesem Empfänger, von welchem er gesprochen hat. Was? Wann soll das gewesen sein? Ich kann mich an das Gespräch nicht... Das sind die letzten Momente, welche ich von Ihnen finden konnte. Es hat mich Tage gekostet, doch ich konnte die Alpha-Parameter so automatisieren, dass sie nun in Schleife laufen. Das gibt mir etwas Zeit. Das Problem ist nur, ich habe keinen Sender. Ich kann Ihnen also nicht antworten. Noch nicht. Auch hierfür werde ich eine Lösung finden. Vielleicht über Ihr Mobiltelefon. Funksignale gehen nicht verloren, sie streuen überall ins Weltall. Wenn ich Ihr Signal also im Universum aufspüren kann, müsste ich im Rückschluss auch antworten können. Allerdings rennt mir die Zeit davon. Was für eine Ironie. Ich habe Angst, Ihr Signal wieder zu verlieren. Deshalb werde ich selbst zu Ihnen müssen. Und dabei hilft mir diese Apparatur hier. Etwa auf? Ich wollte schon immer einen eigenen Podcast haben. Hier, nimm lieber ein. Scheiße! Was ist das? Ein Erdbeben? Der Boden? Scheiße! Es tut so weh, Sie so zu hören. Doch ich darf Ihr Signal nicht verlieren. Nur noch wenige Handgriffe. Gleich ist es soweit. Scheiße, Marius, was ist da los? Das waren doch nicht wir. Oder war... Jetzt halt die Klappe. Ich bin mir sicher, dass die Antwort in diesem Video ist. Marius! Scheiße, Marius, wo bist du? Was? Hier, Jens. Es ist scheiße dunkel. Sind wir in einer Höhle? Sieht so aus. Der Boden ist einfach weggebrochen. Ist bei euch denn alles okay? Steffi ist verletzt. Ihr Bein klemmt unter einem Felsbrocken. Scheiße, Marius, sie blutet. Stark. Bind es ab. Schon dabei. Aber wir müssen Hilfe rufen. Hat einer von euch ein Handy dabei? Nein, die liegen im Auto. Weil du ein handyfreies Wochenende wolltest. Kann ich denn wissen? Ruhe, Leute. Das Letzte, was wir brauchen, ist jetzt... So, jetzt nur noch die Kompressoren kalibrieren, das Stickstoffventil umleiten und das sollte es gewesen sein. Scheiße! Vergiss es, ich kann es noch Tage versuchen. Alleine komme ich da niemals wieder hoch. Ich rutsche einfach. Marius, das ist Wahnsinn. Wir haben keine andere Wahl. Es muss einen zweiten Ausgang geben. Muss es einfach. Ich werde Hilfe holen. Haltet durch. Marius, nicht! Es muss einen Ausgang geben. Es muss einfach. Bitte. Nein, bleib hier. Hier, schau mich an. Schau mich an. Steffi, es tut mir leid, okay? Okay. Es tut mir so leid. Wir schaffen das. So, das war's. Ich habe keine Ahnung, wer oder ob dies jemand sehen wird. Die Chancen sind, nun ja, ich will nur, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Es gibt nur einen Versuch, sobald das Tor offen steht. Es ist riskant, aber genau darum geht es. Ich würde alles für mein Kind tun.
Wenn meine Berechnungen stimmen, gibt es kein Zurück mehr, sobald ich es betrete. Also, Stefanie, ich will nur, dass du weißt, dass ich alles daran setzen werde, dich zurückzuholen. Ich war immer stolz, dein Vater zu sein, aber seit du fort bist... Ihr Vater? Es muss einfach funktionieren. Das ist Ihr Vater? Okay, es geht los. Ich schalte sie nun an. Der Ton. Das ist er, oder? Ja, definitiv. Das Tor hat sich geöffnet. Es ist soweit. Da. Ich sehe sie, diese Apparatur. Er legt sie sich an. Es ist dieselbe, welche Steffi umhatte. Ich verstehe das nicht. Ich werde jetzt hineingehen. Ich bin gleich da, meine Kleine. Ich bringe dich wieder nach Hause. Was ist los? Er ist weg. Wie, er ist weg? Ich weiß nicht. Seine Kamera scheint umgefallen zu sein, aber er ist nicht mehr im Raum. Nur noch seine Zettel fliegen überall rum und... Was ist? Da ist etwas im Aufzugsschacht. Was? Etwas klettert den Aufzugsschacht hoch. Okay, Marius, bist du noch in Steffis Zimmer? Ja. Renn raus auf die Straße. Hol Hilfe. Ich suche einen Ausgang und komm dann zu dir, okay? Das klingt, als wäre es fast da. Was? Scheiße. Marius? Fuck, aufgelegt. Wie komme ich hier raus? Er braucht Hilfe. Schnell. Augenblicklich beginne ich zu rennen. Meine Schritte hallen zwischen den Wänden. Raus. Schnell. Ich laufe, bis meine Oberschenkel brennen, immer tiefer hinein in das dunkle, karge Flurenlabyrinth, welches sich immer wieder aufspaltet, abzweigt und in alle Himmelsrichtungen verteilt. Wie eine Maus in der Falle irre ich umher, wähle ohne nachzudenken meinen Pfad durch die Düsternis, bis ich schließlich diesen Schrei höre. Scheiße! Marius! Marius, ich komme! Er kann nicht weit sein. In den weiten, offenen Gängen wird sein Echo wie ein Ping-Pong-Ball umhergeworfen. Ich muss ihn finden. Ich renne, bis meine Lungen brennen und sich der Geschmack von warmen Eisen in meiner Kehle breit macht. Und dann, endlich, eine Treppe. Mit letzter Kraft ziehe ich mich am Handlauf empor. Ich blicke hoch, als stünde ich in einem Kellergeschoss eines Wohntraktes. Erneut schallt ein Schrei durch das Treppenhaus zu mir herab. Marius, ich bin gleich bei dir! Zwei Stufen auf einmal nehmend eile ich hinauf und stehe plötzlich in einem Foyer. Es muss tatsächlich ein Wohnhaus sein. Oder doch nicht? Die indirekte Beleuchtung an den weißen Wänden, welche fein aufgereiht von roten Türen und Fensterrahmen durchbrochen werden, erinnert mich an ein Krankenhaus. Tageslicht scheint durch die gläserne Eingangstür in den schmalen Flur hinüber auf die glänzenden Edelstahltüren eines Aufzuges. Vor mir liegt ein großer, strahlend roter Teppich mit der Aufschrift Willkommen in der Konstantinstraße 13. Ich war noch nie so spät in einer U-Bahn-Station. Nee? Warum auch, wenn die nächste Bahn erst in 3 oder 4 Stunden wieder fährt? Noch nie die letzte Bahn verpasst? Nein, tatsächlich nicht. Na, ich schon 1000 Mal. Und damit scheinst du nicht allein zu sein. Hä? Da vorne steht jemand. Wo? Gleich dort hinten am Tunneleingang. Instant Karma. Das ist die Frau von eben, die mich einfach so abgewimmelt hat. Na, jetzt haben Sie wohl genug Zeit, oder? Psst. Wie, psst? Wir suchen immer noch...
Die hat sie jetzt doch nicht ist alle. Es weg. Was ist weg? Da war gerade etwas. Tatsächlich. Entschuldigen Sie, wir suchen unsere Freundin. Das hat dein charmanter Freund mir eben schon gesagt. Würden Sie sich bitte mal ein Foto von ihr ansehen? Vielleicht haben Sie sie ja gesehen. Na gut, zeig mal her. Viel Besseres habe ich heute ja eh nicht mehr vor. Das hier. Hier. Und? Nein, tut mir leid. War ja klar. Moment, darf ich es noch mal sehen? Klar, Moment. Hier, erkennen Sie sie? Nein, das nicht, aber der Schal auf dem Foto. Was ist damit? Schaut mal dort. Hä? Was denn? Da, gleich hinter der Absperrung. Das ist ihr Schal. Bist du dir sicher? Ziemlich. Warte. Hey, das ist gefährlich. Betreten verboten. Kannst du das Schild nicht lesen? Beruhigen Sie sich. Wie Sie selbst am besten wissen, kommt der nächste Zug erst in ein paar Stunden. Hier, siehst du? Es ist definitiv ihrer. Der Rotweinfleck hier an der Seite, der ging auf meine Kappe, als ich ihn mit dem Küchentuch verwechselt hatte. Stimmt. Okay, verdammt. Der Penner hatte recht. Hey, jetzt hör aber was? Mal. Nein, nicht Sie. Der Mann oben an der Einkaufspassage. Ja, schon gut. Unverschämt. Nein, ich hör mir nein, wirklich. Ich... Och, lass sie. Wir sind auf der richtigen Spur. Komm rüber. Bist du dir sicher? Ich meine, was ist mit den elektrischen Leitungen? So von wegen Starkstrom. Keine Sorge. Da, siehst du, es sind Oberleitungen. Solange du keine 4 Meter groß bist, musst du dir keine Sorgen machen. Gut, Moment. Dann los. Hast du dein Handylicht bereit? Na klar. Hier. Und es werde Licht. Scheiße, sieht das gruselig aus. Ach Quatsch, findest du? Ein dunkler, einsamer, muffiger Tunnel, dessen Ende nicht zu sehen ist? Häng einen Bohren und der Club auf Gore-Poster auf und es sieht aus wie in deinem Zimmer. Spinner. Vorsicht! Oh, Glück gehabt. Das war knapp. Riechst du das? Klar. Warst du das? Ach nein. Hier. Hier ist ein Luftzug. Es. Ist das eklig. Es kommt von hier. Eindeutig. Ein schmaler Gang. Das könnte einer der Zugänge sein, von dem der Alte draußen geredet hatte. Und du glaubst, sie ist da reingelaufen? Hast du was gefunden? Was ist das? Eine SD-Karte? 128 MB und... Hier steht RS. Fuck, das ist meine! Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also dem Güllegeruch entgegen? Scheinbar. Gut. Dann los. Vorsicht, nicht die Wände berühren. Ich sehe es. Was ist das? So wie es riecht, sind wir nicht weit von der Kanalisation entfernt. Also, was denkst du? Du meinst, das ist... Ja, ich will es gar nicht herausfinden. Ich geh einfach weiter. Fuck. Mein Schuh ist offen. Robert? Marius? Wo bist du? Er war doch gerade noch... Marius! Wo... Bleib mal ruhig. Ich dachte schon, du wärst verschwunden. Puff,
wie der Obdachlose gesagt hatte. Nicht lustig. Mein Herz hat ein paar Schläge ausgesetzt. Mann. Also was jetzt? Links oder rechts, Mann? Keine Ahnung. Vielleicht eine Münze werfen oder so? Steffi ist verschwunden. Wer weiß, was gerade mit ihr passiert und du willst ihr Schicksal einer Münze überlassen? Hast du eine bessere Idee? So oder so, es ist eine 50-50-Chance. Außer... Oh nein. Außer wir trennen uns. Ich wusste, dass du das sagen wirst. So haben wir wieder eine 100%ige Chance. Außer der Weg zweigt sich nochmal an. So oder so stehen unsere Chancen höher, wenn wir uns aufteilen, oder nicht? Oh, fuck. Ich wünschte, ich könnte dir widersprechen. Okay, okay. Moment, hast du hier Empfang? Seltsamerweise ja. Mach Discord auf, so können wir in Kontakt bleiben. Na, wenigstens etwas. Gut. Lieber rechts oder links? Nach dir. Dann gehe ich links lang. Gut. Dann los. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, sicher. Hallo? Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Solange ich von dem Gestank nicht kotzen muss. Wem sagst du das? Gut. Lass uns Akku sparen, ja? Ich befürchte, dass die Taschenlampe ohnehin schon genug Batterie schluckt. In Ordnung. Meld dich, wenn was ist. Mach ich. Bis dann. Mit einem mulmigen Magengefühl stachse ich durch die schier endlos wirkende Betonröhre. Egal in welche Richtung ich den Kopf drehe, völlige Dunkelheit. Allenfalls kurz unterbrochen von in den Wänden eingelassenen kleinen Glühbirnen, die in einem schwachen Ampelrot glimmen. Wie spärlich flimmernde Funken aufgereiht in regelmäßigen Abständen lassen sie erahnen, wie tief sich diese Schächte wohl erstrecken. So treibe ich die gespenstisch eindringende Schwärze mit meinem Handy vor mir her. Der Boden ist uneben, rutschig und übersät mit zentimetertiefen Pfützen. Nur Regenwasser, versuche ich mir einzureden. Aber so wie es hier riecht, es... Schnell dränge ich den Gedanken wieder beiseite, versuche mich zu konzentrieren. Erneut schießt mir das Bild von Steffi in den Kopf, wie sie dort in dieser glühend heißen Apparatur steckt und schreit. Ihr Blick... Diese Panik, dazu diese unaussprechlichen Geräusche, die mehr den Verstand als die Trommelfelle malträtieren. Als würden diese Klänge direkt mit einem Hammer auf mein Angstzentrum eindreschen. Diese ganze Scheiße, die uns nun schon so lange verfolgt, entbehrt sich jedem rationalen Erklärungsversuch. Und doch ist es so geschehen. Es ist kein Traum. Scheiße. Immer wieder holen mich die Geräusche von sich bewegendem Metall aus meinem Gedankenkarussell. Tieffrequent hallen diese mächtigen Töne durch das unterirdische Labyrinth. Bei dieser Soundkulisse fühle ich mich glatt drei Köpfe kleiner, machtlos. Hoffentlich kommt hier keine U-Bahn vorbeigedonnert. Ich lasse meinen dünnen Lichtstrahl über die von Graffiti übersäten und von Moos bewachsenen Tunnelwände gleiten. Dann wieder über den Boden in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf Steffis Verbleib zu finden. Keine Ahnung, was ich genau zu finden hoffe. Irgendetwas, das mir Mut macht. Als der Tunnel eine leichte Biegung vollzieht, sehe ich plötzlich circa 100 Meter vor mir einen violetten Schimmer. Schwarzlicht schießt es mir durch den Kopf. Schwarzlicht in U-Bahn-Tunneln? Ist das normal? Ich wische meine Zweifel weg und gehe auf den in violettem Licht getauchten Bereich zu. Nach drei weiteren Pfützen, deren Inhalt sich bereits durch meine Chucks in die Socken sog, stehe ich im Schwarzlichtkegel. Es ist eine Weiche. Gut, der eine Weg knickt in einen weiteren Tunnel nach links ab, der andere führt kerzengerade vor mir her, bevor auch er in gewohnter Schwärze verschwindet. Kurz suche ich nach einer Art Wegweiser, hier entlang bitte, und schäme mich im nächsten Moment vor mir selbst ob dieser Naivität. Ich überlege, Robert anzurufen, uns neu abstimmen, zu fragen, was ich tun soll. Aber was sollte er mir schon raten? Wir beide stochern hier doch planlos umher.
So entscheide ich mich aus dem Bauch heraus für weiter geradeaus. Als ich 2 Minuten später nach hinten blicke, ist das Schwarzlicht nur noch eine Erinnerung und die angsteinflößende Finsternis herrscht wieder vor. Schwarze, schmale Schächte, durchsetzt mit in dem Beton eingelassenen rostigen Leitersprossen, führen in unbekannte Höhen. Im Schein meiner Lampe glitzern herabströmende Tropfen. Ein Schacht zur Oberfläche? Vielleicht vorgesehen für damalige Wartungsarbeiten, bevor der U-Bahn-Tunnel stillgelegt wurde. Oder ein Kanaldeckel zur Straße, zur Entlastung der Kanalisation bei Regenfluten. Ja, doch nur Regenwasser. Ein Gedanke, welcher angesichts der knöcheltiefen Brühe, welche der Schacht hinterlässt, mehr Trost als die Alternative spendet. Erneut versuche ich, in die Dunkelheit hineinzuhorchen, bis auf das entfernte Grollen von Metall, das stete Tropfen von Flüssigkeiten und ein paar umherhuschende Ratten ist jedoch nichts zu hören. Je weiter ich mich diesen endlosen Schacht entlang taste, desto auswegloser kommt mir die Situation vor. Im Endeffekt folgen wir blindlings den abstrusen Worten dieses Penners. Des Obdachlosen maßregle ich mich in Gedanken. Puff und weg. Ja genau, das haben wir zwar auch erlebt, aber hier unten? Leute, die sich in U-Bahn-Schächten in Luft auflösen? Vielleicht sind wir ja doch einfach voll auf Drogen. Irgendein halluzinogener Schimmelpilz, der sich durch unsere Hauswände zieht und uns Dinge sehen lässt. Abrupt knallt mein Handy auf den Boden und durch die Finger meiner rechten Hand zuckt ein Schmerz, der mich völlig überrumpelt. In Gedanken versunken war ich, ohne auf meine Umgebung zu achten, gegen eine Wand gelaufen. Endstation im wahrsten Sinne des Wortes. Verdammt. Zögerlich taste ich meinen Mund ab. Den kurzen Schock verdauend schnappe ich mir mein Handy und leuchte die plötzlich aufgetauchte Wand ab. Komplett zugespachtelt und dennoch scheinen die Schienen genau in diese Wand zu führen. Aber hier ist keinerlei Durchgang, keine Tür, kein Lüftungsschacht. Okay, also doch der andere Tunnel. Keine 10 Minuten später stehe ich wieder im Schwarzlichtkegel und das Gefühl, heftigste Halluzinationen zu haben, stellt sich zum wiederholten Male ein. Der andere Tunnel, die Abzweigung, sie ist weg. Jedoch nicht so, als wäre sie nie da gewesen. Zugemauert. Und den unzähligen fingerdicken Löchern und vermoderten Fugen der porösen Fassade zufolge auch nicht erst seit gerade eben. Ihre teils vom Moos bewachsene Oberfläche wurde seit Jahrzehnten nicht mehr berührt. Wo das wuchernde Grün keinen Halt findet, gibt das Mauerwerk vereinzelte Graffitis und bereits stark ausgeblichene Schriftzüge preis. Hier bleiben wir für immer. S plus N. 21.07.1978. Ziehst dir rein ein neuer Schein. Zugang zu Co. Der Rest wurde vom stetig herabrinnendem Wasser bereits glatt poliert. Koboldhausen, komplettiere ich die Edding-Kritzelei in meinen Gedanken. Das um meinen Mund aufzuckende Grinsen verschwindet jedoch so schnell wie es kam, als ein bassiges, dumpfes Brummen ertönt. Woher kommt es? Angestrengt versuche ich, mein Handylicht durch eines der Löcher scheinen zu lassen und gleichzeitig einen Blick hindurcharschen zu können, als die Schienen unter meinen Sohlen leicht zu vibrieren beginnen. Das Grollen wird lauter, das Vibrieren hektischer. Fuck, eine U-Bahn. Die Tunnel sind noch immer aktiv. Scheiße! Hektisch stopfe ich mein Handy in die Hosentasche. Wohin? Einer der Wartungsschächte. Nein, zu spät. Ich presse mich mit dem Rücken an die Wand und taste panisch nach etwas, an dem ich mich festklammern kann, als die Bahn auch schon an mir vorbeiprescht. So laut, dass ich meine eigenen Gedanken nicht mehr höre. Für einen Moment reiße ich die Augen auf und kralle meine Fingerkuppen ins Mauerwerk. Der Fahrtwind peitscht mir den aufgewirbelten Staub, Kies und Schlamm ins Gesicht. Ich unterdrücke den Reflex, mir das stinkende Nass von den Lippen zu wischen, aus Angst, von dem nur wenige Zentimeter vor mir vorbeibretternden Waggon erwischt zu werden. Das grelle Vorbeiblitzen der erhellten Zugabteile, das grollende Donnern der Maschine, der tosende nasse Wind um meinen Körper. Es schlägt auf mich ein wie ein Jahrhundertgewitter.
wie ein tonnenschweres mechanisches Tier, dessen Fangzähne jeden Moment zustoßen. Doch so schnell wie es begonnen hatte, ist es auch schon wieder vorbei. Auch wenn mein Herz, welches in meiner Brust Trampolin springt, dies noch nicht begriffen hat. Zittrig trommle ich meine wackeligen Beine und Arme ab, mehr um mir selbst gewahr zu werden, als den immer noch umherwirbelnden Staub abzuklopfen. Und urplötzlich katapultiert mich ein Gedanke zurück in die Realität. Wohin verdammt nochmal ist der Zug gefahren? Der Zug ist genau in die Richtung der Sackgasse gerast, aus welcher ich gerade erst gekommen bin. Während ich mir gerade irgendwelche Erklärungsansätze vorgaukeln möchte, bestaune ich nochmal die uralte Wand zu meiner Linken. Welche doch, da bin ich mir nach wie vor sicher, vor 15 Minuten noch gar nicht da war. Ich schüttle mit dem Kopf, während ich mein Handy erneut aus der Hosentasche krame. Nicht das Ungewöhnlichste, was mir heute passiert ist. Ohne noch großartig nachzudenken, halte ich den Lichtschein schützend vor mich und tauche erneut ein in die mittlerweile so vertraute Schwärze. Wenige Minuten später verstummen die halligen Geräusche meiner Schritte, als ich zurück an jene Stelle komme, an welcher ich, in Gedanken versunken, die Wand geküsst hatte. Ich taste meinen Mund ab, kann den leichten, pulsierenden Schmerz des Aufpralls noch immer spüren. Wo ist die Sackgasse? Vor mir liegen völlig abrupt endende Schienen, wie abgeschnitten. Ich leuchte den gesamten Tunnel an dieser Stelle ab, als wäre hier nie eine Sackgasse gewesen. Aber warum hören dann die Schienen einfach auf? Ungläubig folge ich dem neu aufgekommenen Weg, als ich in weiter Entfernung ein schwaches Blinken sehe. Könnte eine flackernde Neonröhre sein. Oder nur einer der roten Funzeln vom Beginn meiner Odyssee? Obwohl mir dieses ganze Szenario völlig surreal erscheint, beschleunige ich meine Schritte. Vielleicht ein Hinweis, wohl möglich ein Ausgang. Meine Schritte überschlagen sich, gehen über in einen leichten Lauf. Und schließlich nur wenige Meter von dem entfernt, was sich tatsächlich als flackernde Neonröhre entpuppt, erkenne ich auch, was sie beleuchten soll. Silberne, ins Mauerwerk eingefasste Türen blitzen im Flackerlicht auf. Ein Aufzug. Bevor ich überhaupt imstande bin, irgendetwas zu tun, muss ich das Ganze erst einmal sacken lassen. Selbst wenn ich den ganzen Mist mit der Wand und der Sackgasse als gegeben hinnehme, was macht ein Personenaufzug in einem U-Bahn-Tunnel? Schon will ich wie aus einem Reflex den schwach glimmenden Aufzugsknopf drücken, doch ich halte inne. Ich blicke auf mein Handy-Display und tatsächlich zeigt es mir an, dass ich Empfang habe, wenn auch nicht dem besten, was mich angesichts des Gewitters und meinem Standort jedoch nicht verwundert. Robert, ich muss Robert anrufen. Wer weiß, wohin mich der Aufzug führt? Wir müssen uns neu sortieren, neu orientieren. Ein Aufzug, das ist doch ein guter Ausgangspunkt. Ohne lange zu zögern, wähle ich seine Nummer. Es klingelt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Marius, hilf mir! Hier sind irgendwelche... Was? Was? Marius? Ja, ich bin's, Robert. Verflucht, was ist los bei dir? Wer ist da? Robert, ich... Robert! Okay. Robert? Robert, bist du noch dran? Hallo? Oh, fuck! Ich schaue aufs Display. Kein Netz mehr. Was zur Hölle war da bei Robert los? Ich drücke auf den Fahrstuhlknopf in der Hoffnung, er möge mich irgendwie nach oben fahren, wo ich wieder Empfang habe. Der Knopf beginnt zu leuchten. Das typische Zeichen für Fahrstuhl kommt. Aber es bleibt mucksmäuschenstill. Das typische Rattern der Stahlkabine, die durch den Schacht gleitet, bleibt aus. Ich lehne mich mit dem Ohr gegen die Tür. Nichts. Nicht mal ein Windzug, der durch den Schacht schleicht. Eine Minute vergeht. Ich schaue aufs Handy. Immer noch kein Empfang. Die zweite Minute vergeht. Ein weiterer Blick aufs Display. Nichts. Ich will gerade genervt umdrehen, als die Fahrstuhltüren leise zur Seite gleiten und den Blick auf eine neu aussehende, strahlend helle Aufzugskabine freigeben. Voll verspiegelt und auf dem Boden... ein Teppich in Karmesinrot.
Teppich im Fahrstuhl. Na, mir soll es recht sein. Allerdings sieht er so lupenrein aus, dass ich mir am liebsten meine vollgesogenen Schuhe abklopfen möchte. Sei's drum. Ich steige in die Kabine und finde direkt zu meiner Linken das Bedienfeld. Anstatt von Nummern grinsen mich die Knöpfe H, T, Z und K an. Ich versuche, den Buchstaben irgendeine Bedeutung zuzuordnen. Hoch, tief. Aber was versuche ich hier eigentlich? Instinktiv drücke ich auf H, in der Hoffnung, es möge tatsächlich hoch bedeuten. Die Türen schließen sich und... Das war's. Sekunden vergehen. Nichts passiert. Blick auf Sandy. Na also, ich habe wieder Empfang. Reflexartig rufe ich Robert an, als der Fahrstuhl sich in Bewegung setzt. Aber nicht nach oben, sondern nach unten. Was wollen Sie? Wer sind... Robert? Alles okay? Marius? Bist du... Gott sei Dank. Was war das gerade? Hä? Wieso hast du aufgelegt? Das warst du? Du bist irgendwo hier? Hast du das Licht wieder angemacht? Du hast sie auch gesehen, oder? Ich bilde mir das nicht ein, oder? Hingesehen? Nein, du hast irgendwas vor dich hingeplappert als... Ist auch egal. Du hast sie also nicht... Du hast doch gesagt... Wovon zum Teufel redest du? Ich weiß auch nicht. Wo bist du? Keine Ahnung, in irgendeinem Aufzug. Etwas stimmt hier unten nicht. Scheiße, Marius, ich wusste es! Es war eine Scheißidee, uns aufzuteilen. Ich gebe es ungern zu. Aber du hast recht. Aufzug. Okay. Aufzug. Und wo bist du? Hier ist ein altes U-Bahn-Gleis. Ich denke ziemlich tief unten. Gut, ich meine ab und an unter Kanaldeckeln oder so etwas wie Wartungsschächten entlang gelaufen zu sein. Also eventuell nicht ganz so weit unterhalb der Stadt. Das hoffe ich zumindest. Lass es uns versuchen. Ich fahre jetzt runter und schicke dir meinen Standort. Komm dahin. Alles klar. Pass auf dich auf. Bis gleich. Wie lange will der Aufzug eigentlich noch nach unten schleichen? Nicht, dass ich so weit nach unten gebracht werde, dass ich keinen Empfang mehr habe. Ich wisch mich auf die Karten-App. Standortfreigabe, Standortinformation weitergeben. Discord, Robert und... Verfluchter Empfang ist weg. Pünktlich auf die Sekunde. Im nächsten Moment muss ich mich an dem blank polierten Geländer festhalten, als der Aufzug ratternd und wankelnd zum Stehen kommt. Ein paar Momente verstreichen. Die Aufzugstüren verharren stoisch in ihrer Position. Ein paar weitere Momente vergehen, bis das hydraulische Pfeifen der Türen ertönt, sie sich eine Handbreit vor mir auftun und das mechanische Geräusch wie nach getaner Arbeit abrupt verebbt. Kein Internet und kein Ausgang. Super. Ich erwäge meinen Arm durch den Spalt zu schieben, in der Hoffnung, ich möge außerhalb der Kabine wieder Internet haben. Aber wenn sich die Aufzugstüren dann schließen? Oder die Kabine sich einfach wieder in Bewegung setzt? Alles Vorstellungen, die mir ein Zittern durch den Körper jagen. Und dennoch mache ich es einfach. Am Ende deines Lebens bereust du nicht die Sachen, die du getan hast, sondern die, die du nicht getan hast. Und verdammt, wir müssen Steffi finden. Tatsächlich, die Verbindung ist zwar hundsmiserabel, aber gut genug, um ein paar Bytes an Robert zu übertragen. Ein Ruckeln. Die Türen geben wieder dieses Geräusch von sich. Ich will meinen Arm wieder nach innen nesteln, als es auch schon passiert, und die Türen zur Seite gleiten und mir einen Ausgang gewähren. Vor mir offenbart sich ein schwach beleuchteter Bereich in Betonklotzgrau. Grauer Beton, der mit grauer Wandfarbe übermalt wurde, eindeutig ein Relikt aus den 70ern. Ich schaue mich den Schock noch verdauend um. Der Bereich scheint riesig. Links verliert sich die offene Fläche nach gut 15-20 Metern in völliger Dunkelheit.
Nur ein paar Meter vor mir stehen zwei Snackautomaten, die ihren Inhalt im schwächelnden Orange einer alten Glühbirne präsentieren. Ich gehe darauf zu und inspiziere sie genauer. Selten war die Redewendung Asbach uralt passender. Nebst diverser aus den 90ern oder noch früherer Jahrzehnte stammender Weingummitütchen tummeln sich auch verschiedene Dosen in dem Apparat. Cola, Apfelschorle, Orangenlimo und New... Was? New Shine. Nie gehört. Auch wenn ich glaube, dass dieses Zuckerwasser nicht schlecht werden kann und wahrscheinlich die Menschheit überdauert, bleibe ich doch lieber auf dem Trockenen. Ein Blick nach rechts und mir bleibt das Herz stehen. Dort steht... Robert. Mit dem Rücken zu mir. Erleichtert seufze ich und schüttel mir kurz die Angst aus den Gliedmaßen. Robert ist so dermaßen orientierungslos. 10 Meter neben dem Fahrstuhl glotzt er wahrscheinlich auf sein Handy in der verzweifelten Suche nach besagtem Fahrstuhl. Manchmal habe ich das Gefühl, Robert braucht eine Wegbeschreibung von seinem Bett zu unserem Kühlschrank. Kurz bevor ich Robert erreiche, klingelt mein Handy. Roberts Klingelton. Okay, jetzt will er mich auf den Arm nehmen. Marius, wo bist du, Alter? Hallo? Ich stehe direkt hinter dir. Was? Verarschst du mich? Wo denn? Beherzt lange ich nach Roberts Schulter, greife zu und erstarre. Meine Hand sackt in seine Haut ein, als wäre sie aus Treibsand. Blut schießt in meine Ohren, meine Knie beginnen zu zittern. Mit einem Mal beginnt sich die Haut meines Gegenübers, um meine immer noch absackende Hand zu spannen, wie störrische Finger, die nach etwas greifen. Eine groteske Fratze dreht sich mit einem gewaltigen Ruck um und eine nasse, kalte Hand legt sich schwer wie flüssiges Blei auf meine eigene Schulter. Dort, wo bei einem Menschen das Gesicht ist, blitzt mir eine fleischfarbene Masse entgegen, die von sich selbst nicht weiß, ob sie flüssig oder fest sein soll. Es brodelt, schlägt Blasen und verkrustet im Sekundentakt. Ein gurgelnder Kanon, gepaart mit Lauten, zu welchem kein mir bekanntes Wesen in der Lage wäre, strömen aus einem Fleischfäden ziehenden Loch, welches pulsierend in der Mitte seines Schädels klafft. Der bestialische Geruch, den es absondert, brennt sich wie Säure in meine Schleimhäute. Ich winde mich in seinem glitschigen Griff, versuche es von mir zu stoßen und greife dabei in seine Gesichtshaut, welche auf meine Hand zerläuft wie warmer Wachs. Dabei schaffe ich es, diese Missgestalt zu Boden zu stoßen und flüchte in den Aufzug. Dort angekommen, hämmere ich wie wild auf den kryptischen Knöpfen herum. Das verfluchte Grunzen wird wieder lauter. Und gerade als sich die triefende Hand dieses Monstrums um die Fahrstuhlkabine klammert, schließen sich die Türen und der Aufzug kriecht gemächlich in die Höhe. Für ein paar Sekunden stehe ich wie angewurzelt da, bevor schlussendlich meine wackeligen Knie ihren Dienst quittieren und ich langsam auf den roten Teppich des Aufzugsbodens sacke. Mit vor Angst bebenden Fingern rufe ich Robert an. Marius? Robert, was? War die Verbindung weg? Was war das? Ich verstehe. Wo bist du jetzt? Ich glaube, hier ist irgendwas. Was ist hier los? Bleib ruhig, Marius. Wir müssen ruhig nur wieder. Bleiben? Du hast nicht gesehen, was. Was hier. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich werde einfach verrückt. Was bleibt uns denn anderes übrig? Wir müssen ruhig bleiben, Marius. Du hast recht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen einfach wieder zusammenfinden, okay? Wo bist du? Zurück im Aufzug. Was? Warum? Warum? Warum, Robert? Weil ich nicht sterben wollte, Schon gut. Schon gut, nicht schreien. Ich finde dich schon. Ich stand gerade an einem Aufzug, aber das scheint der falsche gewesen zu sein. Ich suche einfach... Nein, das... Ich suche einfach weiter. Wie bin ich? Fährst du wieder nach oben? Nein. Vielleicht bin ich ja auch 2 Stockwerke unter dir.
wer weiß, wie tief das hier nach unten geht. Marius? Marius! Es ist soweit, Robert. Ich bin wahnsinnig geworden. Es ist soweit. Wovon redest du? Wo bist du? Sag mir, wie deine Umgebung aussieht oder so. Keine Ahnung, vielleicht können wir... Ich bin in Steffis Zimmer. Du bist was? Marius, ich kann dich nicht richtig verstehen. Ich bin in ihrem Zimmer. In was für einem Zimmer? Ich bin in Steffis Zimmer, scheiße nochmal! Was? Wie? Bist du nach Hause gegangen? Nein! Ich bin aus dem Aufzug raus und hier... Hier steht ihr Bett, ihre Bücher, Kommode, Schreibtisch. Ich kann alles deutlich vor mir sehen und sogar berühren. Scheiße, selbst ihr Rechner ist doch an. Das kann nicht sein, Marius. Steffi! Marius, Steffi! Komm mal runter. Bist das, du hier? Das kann nicht sein. Unsere Wohnung ist kilometerweit von hier entfernt. So weit kannst du in dieser Zeit nicht gelaufen sein. Und ein Aufzug in Steffis Zimmer? Steffi! Marius, hör mir doch... Doch nicht. Nein. Hier, Moment. Ich mach dir ein Foto. Bitte sag mir, dass ich spinne. Bitte. So, ist gesendet. Marius, jetzt hör mir doch mal zu. Du musst dir das nur einbilden. Vielleicht ist es wieder... Und? Ein Gas. Fuck. Du bist in Steffis Zimmer. Sag ich doch, scheiße nochmal. Aber... Läuft die Kamera? Was? Ja, gut. Ist was passiert? Also... Ein Video. Auf ihrem Rechner startet ein Video. Mach es aus, oder? Seine Stimme. Ich habe es geschafft. Ich kenne sie. Du kennst sie? Sie hat mich gerettet. Sie hat mich zum Mast geführt. Das war er. Bist du dir sicher? Zu 100%. Sie hat mich so viele Nächte verfolgt. Die vergesse ich nicht mehr. Das ist sie. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich leg dich neben die Boxen. Marius! Unser Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken. Dieses Video ist wohl mein Nachlass. Ein Hoffnungsschimmer, dass meine Erkenntnisse nicht verloren gehen, falls etwas schiefläuft. Also, um nicht weiter um den heißen Brei zu reden, wer in die Zeit reisen will, muss zunächst lernen, wie er Zeitpunkte findet. Diese Punkte sind wie Frequenzen eines Funksprechers, nur dass ich nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch den Ort suchen muss. Quasi ein dreidimensionaler Radioempfänger. Das Signal wird nicht nur auf einer XY-Achse gesucht, es gibt auch noch Achse Z, welche in die Tiefe des Raumes führt. Wie gesagt, ja, dreidimensional. Es ist in der Hütte. Das ist die Schrebergartenhütte. Du meinst, ja, natürlich die vielen Zettel, oder? Weißt du noch? Meinst und du, es ist der verschollene Vormieter? Vielleicht. Das ergibt doch... Vorsichtig, es darf nichts daneben gehen. Gut. Der Schmelzpunkt gibt mir nun genau die Zeit vor, welche ich benötige, um... Ach, was quatsche ich eigentlich? Wenn jemand dieses Video findet, heißt es, dass ich es nicht geschafft habe. Aber vielleicht Stefanie. Steffi? Woher kennt er Steffi? Jedenfalls hat man die Überschneidung aller Achsen erstmal gefunden, greift die Einstein-Rosen-Brücke und ich habe sie gefunden. Hier, ich kann sie mittels des Empfängers hören. Einen Moment. Ja, Mast, so wie früher. Nur wir drei. Was sagst du? Ja, Mann, geile Idee. Weiß ich nicht. Das läuft bei ihm auf diesem Empfänger, von welchem er gesprochen hat. Was? Wann soll das gewesen sein? Das sind die letzten Momente, an das Gespräch ich ihn finden konnte. Es hat mich Tage gekostet, doch ich konnte die Alpha-Parameter so automatisieren, dass sie nun in Schleife laufen. Das gibt mir etwas Zeit. Das Problem ist nur, ich habe keinen Sender. Ich kann ihnen also nicht antworten. Noch nicht. Auch hierfür werde ich eine Lösung finden. Vielleicht über ihr Mobiltelefon. Funksignale gehen nicht verloren, sie streuen überall ins Weltall. Wenn ich ihr Signal also im Universum aufspüren kann, müsste ich im Rückschluss auch antworten können.
Allerdings rennt mir die Zeit davon. Was für eine Ironie. Ich habe Angst, ihr Signal wieder zu verlieren. Deshalb werde ich selbst zu ihnen müssen. Und dabei hilft mir diese Apparatur hier. Nimmst du uns etwa auf? Ich wollte schon immer einen eigenen Podcast haben. Hier, nimm lieber einen. Scheiße! Was ist das? Ein Erdbeben. Der Boden. Scheiße, laut! Scheiße, Marius, was ist da los? So weh, das sie so das waren doch nicht wir. Ich darf oh, oder was? Jetzt halt die Klappe. Doch weniger Handgriffe. Ich bin sicher, dass die Antwort in diesem Video ist. Gleich ist es soweit. Marius! Scheiße, Marius, wo bist du? Ach, hier hinten. Es ist scheiße dunkel. Sind wir in einer Höhle? Sieht so aus. Der Boden ist einfach weggebrochen. Ist bei euch denn alles okay? Steffi ist verletzt. Ihr Bein klemmt unter einem Felsbrocken. Scheiße, Marius, sie blutet. Stark. Dann bind es ab. Schon dabei, aber es... Wir müssen Hilfe rufen. Hat einer von euch sein Handy dabei? Nein, die liegen im Auto. Weil du ein handyfreies Wochenende wolltest. Kann ich denn wissen, dass... Ruhe, Leute. Das ist der Brand von Hilfe. So, jetzt nur noch die Kompressoren kalibrieren. Stickstoffventil umleiten und das sollte es gewesen sein. Oh, Scheiße! Vergib es! Ich kann es noch Tage versuchen. Alleine komme ich da niemals wieder hoch. Ich rutsche einfach... Wir haben keine andere Wahl. Es muss einen zweiten Ausgang geben. Muss es einfach. Ich werde Hilfe holen. Haltet durch. Marius, nicht! Es muss einen Ausgang geben. Es muss. Muss einfach. Schau mich an. Steffi, es tut mir leid, okay? Okay. Es tut mir so leid. Wir schaffen das. So, das war's. Ich habe keine Ahnung, wer oder ob dies jemand sehen wird. Die Chancen sind, nun ja, ich will nur... Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Es gibt nur einen Versuch, sobald das Tor offen steht. Es ist riskant, aber... Genau darum geht es. Ich würde alles für mein Kind tun. Wenn meine Berechnungen stimmen, gibt es kein Zurück mehr, sobald ich es betrete. Also, Stefanie, ich will nur, dass du weißt, dass ich alles daran setzen werde, dich zurückzuholen. Ich war immer stolz, dein Vater zu sein, aber seit ihr Vater ist... Es muss einfach funktionieren. Das ist ihr Vater? Okay, es geht los. Ich schalte sie nun an. Der Ton. Das ist er. Das oder? Tor hat sich geöffnet. Ja, definitiv. Es ist das. Soweit. Da. Ich sehe sie, diese Apparatur. Ich werde jetzt hineingehen. Sie sich an. Es ist dieselbe, welche Stoffe ich umhatte. Ich verstehe das nicht. Ich wieder nach Hause. Was ist los? Er ist weg. Wie, er ist weg? Ich weiß nicht. Seine Kamera scheint umgefallen zu sein, aber
Er ist nicht mehr im Raum. Nur noch seine Zettel fliegen überall rum. Was ist? Da ist etwas im Aufzugsschacht. Was? Ich wollte schon immer einen eigenen Podcast haben. Etwas klettert den Aufzugsschacht hoch. Okay, Marius. Was ist denn? Bist du noch in Steffis Zimmer? Ja. Renn raus auf die Straße. Hol Hilfe. Ich suche einen Ausgang und komme dann zu dir. Scheiße. Scheiße. Das klingt, als wäre es was da. Was? Scheiße. Ins Badezimmer. Schließ die Tür hinter dir und flüchte. Was? Wir haben ihr Video gefunden. Hilfe! Helfen Sie mir! Ich bin ja dabei! Verflucht, mach doch endlich mal, was man dir sagt, Marius. Geh doch mal! Scheiße! Ich wanke aufgebracht an dem Aufzugsschacht vorbei, als mich die wächserne Hand des Wesens am Knöchel packt. Zeternd versuche ich, mich zu befreien, reiße mich los und zerquetsche die gierende Hand unter meiner Schuhsohle. Fahle, aufgequollene Finger zerplatzen wie überkochtes Fleisch. Der übrig gebliebene Stumpf zieht sich weiter aus dem Fahrstuhlschacht. Doch ich flüchte bereits überhastet ins anliegende Badezimmer. Noch bevor diese Gestalt in vollem Umfang aus dem Schacht kraucht, drücke ich die Badezimmertür zu und lasse den Schlüssel im Schloss rotieren. Als würde die Szenerie mich verspotten, springt mir schon die nächste Unerklärbarkeit entgegen. Der ehemals kleine Riss in unserem Badezimmerkacheln ist nun ein gigantisches Loch, welches fast die gesamte linke Badseite ziert. Staub, Putz und Schuttwölkchen rieseln daraus in den nun mickrig wirkenden Raum. Das Loch hat die Ausmaße eines kleinen Stollens. Die Kreatur platscht feucht und laut gegen die Badezimmertür und an deren Spalt mir ein stinkender grünbrauner Sud entgegensickert. Marius, ich weiß, du wirst es jetzt nicht verstehen, aber es tut mir leid, was ihr durchmachen musstet. Egal, was passiert, bitte glaub mir, es gab einfach keinen besseren Weg und jetzt raus, raus! Die dumpfe und kratzige Stimme von Steffis Vater. Ich will gerade in mein Handy schreien und fragen, wohin denn bitteschön, als ich bemerke, dass ich es gar nicht mehr bei mir trage. Die Stimme kam also nicht aus dem Handy, sondern aus dem vor mir aufgerissenen Loch? Wie zur Antwort erschallt es diesmal deutlicher aus Richtung dieser Höhle. Raus hier! Die bald nachgebende Zimmertür, die von der anderen Seite bearbeitet wird, nimmt mir jeglichen Handlungsspielraum. Ich krabble einige Meter in die Dunkelheit des Lochs, 5, 6 Meter vielleicht, und stoße auf Widerstand. Boom! Die Badezimmertüre hält den Angriffen nicht mehr lange stand. Ich greife mit vollen Händen in dieses undefinierbare und zu meinem Erstaunen weiche Gemisch vor mir und schaufle es hinter mich. Nochmal und nochmal und nochmal. Schneller, immer schneller grabe ich mich hinein in das morastartige Mauerwerk. Das Malträtieren der Tür wird dumpfer. Irgendwie hier rauskommen. Irgendwie den kalt-nassen Klauen dieses Etwas entkommen. Irgendwie überleben. Schneller, immer hastiger schaufle ich mich mit weiten Armbewegungen voran. Als ich hinter mich blicke, ist bereits nichts mehr von dem Licht des Badezimmers zu sehen. Dunkelheit vor und hinter mir. Ich kämpfe mich weiter, immer weiter. Es geht hinauf. Mit bereits tauben Fingern wühle ich mich unerbittlich voran, während mir Unmengen dieses Zeugs in meinen Mund donnert. Erde? Verflucht, die Luft wird knapp. Ich höre die Tür nicht mehr. Weiter, einfach weitermachen. Ich kriege keine Luft mehr. Erde, überall. Weiter hinein, als würde ich mein eigenes Grab schaufeln. Luft, ich brauche Luft. Weiter, weiter. Luft, keine Kraft mehr. Dunkelheit. Weiter. Luft. Ein Sonnenstrahl. Hell. Gleißend. Ich ziehe mich mit letzter Kraft nach oben. Nach wie vor blind. Wie in Licht getaucht. Zu hell. Wo bin ich? Wo? Was? Ist das? Bin ich? Im Schreber?
heiraten? Leichen der zwei jungen Studenten Stefanie K. und Robert S. im östlich gelegenen Wald im Kreis Overath von der Polizeihundestaffel aufgespürt worden, war die Hoffnung, ihren Freund Marius K. lebend zu finden, gering. Doch gestern um 14 Uhr geschah, womit niemand mehr gerechnet hatte. In einem Schrebergarten der Schönhauser Allee tauchte der verwirrte junge Mann, wie von Anwohnern geschildert, wie aus dem Nichts auf. Die Beamten sind ratlos. Gartenpächterin Elke T. erzählte uns in einem Exklusivinterview, dass sie nur wenige Stunden zuvor ein Interessenpärchen durch die, zu dem Zeitpunkt noch menschenleere Parzelle geführt hatte. Bis auf einen schweren Schock sei der junge Mann wohl auf, teilte uns der Pressesprecher der Polizei mit. Da man jedoch bereits mit den Ermittlungen begonnen hatte, werden weitere Presseanfragen bis auf Weiteres abgelehnt. Man bemühe sich um die Klärung des Falles, müsse jedoch abwarten, bis der junge Mann wieder ansprechbar ist. Von ärztlicher Seite heißt es, ein traumatisches Erlebnis mit schweren paranoiden Wahnvorstellungen sei offensichtlich, so der behandelnde Chefarzt Timo R. Unterdessen offenbart sich der ungewöhnliche Fall als Familientragödie, da auch der Vater von Stefanie K., Gregor K., seit gestern Abend vermisst wird. Die Behörden hoffen derweil auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, welche Tag und Nacht an allen bundesweiten Polizeidienststellen entgegengenommen werden. Und nun geht es weiter mit dem Wetter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß im Anschluss mit dem Spiel in Deutschland. Herr Dr. Ruben? Herr Dr. Ruben, könnten Sie sich das hier bitte einmal anschauen? Was ist das? Eine Scherbe? Ja, ich glaube, es ist ein Stück einer Fliese. Das Bad meiner Mutter hat denselben Farbton. Schön. Und was soll ich damit? Sehe ich aus wie der Hausmeister? Aber das habe ich im Bett des neuen Patienten gefunden. Marius Koppmann. Sie wissen schon. Haben Sie das? Ja? Sollten wir das nicht der Polizei übergeben? Nein, nein, auf keinen Fall. Nachher stammt die Scherbe tatsächlich aus unserem Haus. Bei dem Presseandrang um den Patienten gäbe es einen Skandal, den wir nicht überstehen würden. Jeder weiß, dass dieses Gebäude saniert werden müsste. Scherben in Patientenbetten. Geben Sie her. Ich werde sie entsorgen. Vielen Dank. Aber Herr Doktor... Danke, habe ich gesagt. Ich bin sicher, ein Patient wartet bereits auf Sie.